Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Fachtag unter der Headline Klick, Klick, Hass, das Internet, kein Raum für Hate Speech. Mein Name ist Ute Soldierer, ich bin freiberufliche Moderatorin und freue mich sehr, Sie heute hier durch die nächsten circa zwei Stunden führen zu dürfen. Ich begrüße zum einen ganz herzlich unsere Gäste hier vor Ort in Stuttgart und natürlich auch alle, die jetzt live im Stream sind und sich eingeloggt haben, wo auch immer Sie gerade sind, zu einem Thema, das, wie ich persönlich finde, jeden etwas angeht, egal ob man betroffen ist oder nicht. In der Recherche zum heutigen Tag habe ich zunächst einfach mal mit meiner 14-jährigen Tochter gesprochen und sie nach ihren Erfahrungen mit Hate Speech gefragt. Ihre erste Reaktion war: Mama, Twitter oder TikTok, die machen aus jedem Ding Hate Speech. Ich lese nur mit, ich like nichts, ich will da nicht mit reingezogen werden. Erstmal habe ich gedacht als Mutter, wie schlau, und dann habe ich gedacht, wie traurig, dass man sozusagen seine Meinung nicht frei äußern kann im Netz aus Angst davor, was dann passiert. Und wie recht sie hat, kaum eine Diskussion kommt heutzutage noch ohne Polemik aus, ohne dass kritische Kommentare, Tweets oder Posts ganz schnell in Hass und Beleidigungen abdriften. Ja, wir wollen heute darüber sprechen, welche Strategien, welche Maßnahmen, welches Mindset es vielleicht auch braucht, um Hass, Gewalt, Kriminalität bekämpfen zu können. Dazu sprechen wir mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Perspektiven. Wir hören zwei Impulse, einen aus der Wirtschaft und einen aus der Wissenschaft dazu und gehen in eine sehr interessant besetzte Podiumsrunde. Die Teilnehmenden stelle ich Ihnen selbstverständlich gleich noch vor. Aber zunächst mal möchte ich abgeben. Wir sind hier im Haus der Geschichte, das uns eine, glaube ich, wunderbare Plattform für diesen Tag heute bietet. Und so möchte Sie zunächst einmal begrüßen die Hausherrin, das ist Frau Professor Dr. Paula Lutum-Lenger, die Direktorin des Hauses der Geschichte. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Minister Strobel, sehr geehrter Herr Stenger, sehr geehrter Herr Dr. Blume, Frau Präsidentin Bube, Herr Rabbiner Tretnik, sehr geehrte Abgeordnete des Landtags von Baden-Württemberg, meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen im Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Ich freue mich sehr, dass Sie unser Haus für Ihre Veranstaltung Das Internet, kein Raum für Hate Speech, ausgesucht haben. Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg versteht sich als einen Ort, an dem aktuelle politische Diskussionen geführt werden, in denen Bürgerinnen und Bürger sich darüber austauschen, woher wir kommen und wohin wir wollen. Alle unsere Themen haben eine aktuelle gesellschaftspolitische Relevanz. Und wir wollen wichtige Themen über Erfahrungen transportieren, die jeder macht. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Ausstellungstrilogie zu Wirksamkeit von den vielleicht drei wichtigsten Emotionen, Gier, Hass und Liebe, zu präsentieren. Emotionen, Gefühle haben eine Geschichte und sie machen Geschichte. Auf allen Ebenen übersetzen sich Emotionen in konkretes Handeln und gewinnen damit eine Macht, die ganze Gesellschaften in Bewegung setzt und prägen so auch Gesellschaften. Die Ausstellung, die Sie hier nebenan später noch anschauen werden, analysiert Hass als Faktor der Geschichte in den vergangenen 200 Jahren und perspektiviert so historische Themen wie Nationalismus, Antisemitismus, Linksextremismus, Radikalismus völlig neu. Unsere Ausstellung erzählt Hassgeschichten aus 230 Jahren, mal aus der Sicht von Tätern, mal aus der Sicht von Betroffenen. In manchen Fällen ist der Hass offensichtlich, in anderen eher unterschwellig. Es geht darum, wie sich der Hass entwickelt hat und wo wir heute stehen. So aktuell das Thema ist, es lohnt sich, den Blick auf die langen Linien zu richten. Und es geht um die Sichtbarmachung von Strukturen und um Wahrnehmungen. Und es geht darum, sichtbar zu machen, wo sich der Hass abspielt. Die Kippa,
die einem jüdischen Freiburger Studierenden vom Kopf geschlagen wird und im Mülleimer landet, oder die roten Schuhe, die an die Tötungen von Frauen erinnern, weil diese sich gegen die ihnen zugewiesenen Geschlechterrollen gewehrt haben. Sie sehen schon an diesen Beispielen, wie unterschiedlich die Objekte und wie unterschiedlich die Themen sind. Hass ist das verbindende Element all dieser Geschichten. 170 Objekte zeigen Hass auf Minderheiten, auf Politik, auf Politikerinnen, den Hass auf das System, den Hass auf Frauen und auf die Nation. Die Ausstellung verfolgt diese Entwicklung von 1790 bis heute. Während der Hass auf Frankreich überwunden wurde, ist der Antisemitismus nach wie vor eine sehr akute Herausforderung, wie Geschichten aus der jüngsten Vergangenheit zeigen. Rassistischer Hass, frauenfeindlicher Hass, Hass auf Vielfalt im Netz sind nicht nur in der Ausstellung ein zentrales Thema, sondern wurden und werden in einer Vielzahl von Begleitveranstaltungen, Workshops und Podiumsgesprächen besprochen und diskutiert. Wenn wir vom Hass in unserer heutigen Gesellschaft reden, müssen wir auch das Internet als Plattform besprechen, auf dem anonyme Hassbotschaften geteilt und Menschen diskriminiert werden. Redeweisen, vielleicht sogar Handlungsweisen, normalisieren sich, je mehr möglich wird. Auch dafür gibt es in dieser Ausstellung erschreckende Beispiele. Diese Prozesse gilt es zu stoppen. Dafür leisten unsere Ausstellung und auch unsere Veranstaltungen einen kleinen Beitrag. Das werden Sie später am Nachmittag noch in der Ausstellung anschauen. Ich wünsche Ihnen und uns einen erfolgreichen Fachtag zum Thema Hate Speech, gute Diskussionen, gute Gespräche. Wir alle hier arbeiten darauf hin, dass der Hass nicht das letzte Wort behält. Vielen Dank und einen erfolgreichen Nachmittag. Ja, vielen Dank an Frau Professor Lutum-Lenger. Wir haben es gerade gehört, wenn man so will, zieht sich der Hass hier im Haus der Geschichte durch die Ausstellungsräume und in der Historie durch die Jahrhunderte, denn Hass ist eben kein neues Phänomen, sondern wir haben es gerade auch gehört, eine extrem starke Emotion, die den Lauf der Geschichte immer schon geprägt hat und welche Auswirkungen Hass auf eine Gesellschaft haben kann. Das haben wir, glaube ich, in den vergangenen 2 Jahren auch noch mal ganz klar vor Augen geführt bekommen. Und das Internet ist eben zentrales Medium auch zur Verbreitung geworden und deshalb natürlich ein aktuelles Thema für die Betreiber von Social Media Plattformen, für uns als Gesellschaft und natürlich auch für die Politik. Und damit möchte ich jetzt abgeben und übergeben, meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen des Landes Baden-Württemberg, Herrn Minister Strobel. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gut, dass Sie da sind zu diesem sehr wichtigen Thema und gut, dass wir Gastfreundschaft bei Ihnen genießen dürfen, die Sie sich diese wichtige Sache auch zum Thema gemacht haben, verehrte Frau Lutum-Lenger. Ich freue mich sehr, dass Rabbiner Trepnik unter uns ist. Ich begrüße die Präsidentin des Landesamts für Verfassungsschutz, Frau Bube, und den Präsidenten des Landeskriminalamts, Herrn Stenger. Ich freue mich sehr, dass der Antisemitismusbeauftragte des Landes Baden-Württembergs, Herr Dr. Blume, unter uns ist. Ich begrüße Abgeordnete des Landtags. Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Anfang war das Wort. Das sind 5 sehr entscheidende Worte und ich habe das auch oft erzählt. Es stimmt aber nicht. Es beginnt schon vor den Worten, mit dem Weghören und dem Wegschauen. Und deswegen, Frau Soldierer, fand ich auch ganz interessant, was Sie über Ihre Tochter erzählt haben. Und
Das müssen wir einmal kritisch miteinander hinterfragen. Weil ich höre das oft, wenn bestimmte Dinge, auch Straftaten im Netz passiert sind, dass diejenigen, auf deren Mobilfunk es passiert ist, dann sagen, ich habe das doch nur geteilt. Oder sie sagen, ich habe es nicht einmal geteilt. Ist das ausreichend? Ist es in Ordnung, dass wir gegenüber Hass und Hetze, gegenüber Kriminalität und Straftaten im Netz weghören und wegschauen? Ist das überhaupt in Ordnung? Und natürlich gilt das nicht nur das Netz, für das Netz, sondern es gilt auch für das richtige Leben. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die gewaltigen Verrohungen, die häufig unter dem Deckmantel der Anonymität im Netz zunehmend Platz greifen, sozusagen aus dem Netz herausschwappen in das richtige Leben und das, was gestern noch unsagbar war, dann auch im richtigen Leben sagbar ist. Jedenfalls möchte ich Ihnen sagen, auch als Vorsitzender des Kabinettsausschusses entschlossen gegen Hass und Hetze, dass es wichtig ist, dass Sie heute da sind, bei unserem Fachtag hier im Haus der Geschichte. Ich will mich auch sehr herzlich bei der Frau Lautensack und dem Herrn Kirsch und bei der Frau Kirsch bedanken, bei der gesamten Geschäftsstelle des Kabinettsausschusses, beim Kompetenzzentrum gegen Extremismus, CONEX, für die Organisation und die Ausrichtung dieses wichtigen Fachtages. Und im Übrigen, dass Sie sich auch ansonsten so engagiert um dieses Thema kümmern. Liebe Frau Lutum-Lenger, ich bedanke mich bei Ihnen und Ihrem gesamten Team vom Haus der Geschichte, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Ort und Anlass für den Fachtag sind bewusst ausgewählt. Denn wie Sie alle bereits auf den großen Bannern am Eingang sehen, zeigt das Haus der Geschichte derzeit die Sonderausstellung Hass, was uns bewegt. Und ich will mich ausdrücklich, Frau Direktorin, bei Ihnen bedanken, dass Sie sich auf diese Art und Weise des Themas annehmen und so, wie Sie es in Ihren einführenden Worten gesagt haben, damit auch, Sie haben bescheiden gesagt, einen kleinen Beitrag, aber einen Beitrag zu diesem Thema in einem positiven Sinne leisten. Also Sie schauen nicht weg und hören nicht weg, sondern Sie beschäftigen sich mit diesem Thema und das finde ich ausdrücklich gut und deswegen herzlichen Dank dafür. Jedenfalls für uns gibt es keinen passenderen Ort, keinen passenden Rahmen als genau diesen Rahmen für unseren Fachtag. Es bietet sich hier die seltene Gelegenheit, die Inhalte von Vorträgen und Diskussionen der Expertinnen und Experten direkt mit über 200 höchst anschaulich aufbereiteten Exponaten aus über 200 Jahren Geschichte verbinden zu können. Es bewegt mich, wie Hass entsteht, auf was er gründet. Und es bewegt mich, wie Hass nach außen getragen wird und seine giftige Wirkung immer wieder entfaltet. Ich bin mir sicher, es geht vielen von Ihnen genauso. Das Internet, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Internet ist ein Superspreader. Mit wenigen Klicks gehen Botschaften viral und deswegen haben wir den heutigen Titel gewählt. Klick, Klick, Hass. Als stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister in Baden-Württemberg habe ich sehr entschieden darauf hingewirkt, dass wir uns als Landesregierung geschlossen und mit allen Kräften gegen das unsere Gesellschaft zersetzende Gift von Hass und Hetze stellen. Das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt und umtreibt. Und deswegen ist es wichtig, dass jede und jeder an seiner Stelle, das Haus der Geschichte an seiner Stelle, wir alle
an unserer Stelle und natürlich auch die Landesregierung sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt, auf einer langen Linie auch beschäftigt. Aus diesem Grund haben wir den ressortübergreifenden Kabinettsausschuss entschlossen gegen Hass und Hetze eingesetzt, der im November seine Arbeit aufgenommen hat. Die Geschäftsstelle ist im Innenministerium angesiedelt und wir haben eine eigene Koordinierungsstelle präventiv und offensiv gegen Hasskriminalität, Antisemitismus und Extremismus, unsere Kost Polar, geschaffen. Die Abkürzung erkläre ich gerne bilateral. Zusätzlich wurde unter der Leitung unseres Landeskriminalamts eine professionsübergreifende Taskforce gegen Hass und Hetze eingerichtet. Zusammen haben wir begonnen, Maßnahmen gegen Hass und Hetze zusammenzuführen. Wir wollen Schwachstellen identifizieren und konstruktiv angehen, aber auch stärker noch in die Gesellschaft hinein sensibilisieren. Und wir setzen zur richtigen Zeit an. Leider ist die Arbeit des Kabinettsausschusses und der Taskforce heute notwendiger denn je. Im Vergleich zu 2020 sind die Zahlen der Hasskriminalität in Baden-Württemberg merklich weiter gestiegen. Die Pandemielage hat das noch einmal zusätzlich befeuert. Die Pandemie ist aber nicht die Ursache. Das hat es vorher schon gegeben. Die Pandemie hat allerdings wie ein Brandbeschleuniger noch einmal gewirkt. Die Rolle des Internets. Fast die Hälfte aller Fälle der Hasskriminalität finden im Netz statt. Viel zu schnell lassen sich einige Menschen heutzutage dazu hinreißen, in der fälschlich angenommenen Anonymität des Internets unüberlegt und ohne jeden Gedanken an die Konsequenzen zu beleidigen, zu bedrohen, Hass und Hetze zu verbreiten. Offenbar sind auch diese Menschen bewegt, verunsichert, verängstigt oder verärgert. Allerdings scheint es ihnen ein Mittel zu sein, zu Hass und Hetze zu greifen, um sich selbst und ihre negativen Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen und Aufmerksamkeit zu erlangen, ja diese sogar zu erzwingen. Sie rücken sich selbst ins Zentrum, ungeachtet der Auswirkungen auf ihre Mitmenschen, die Ziel und Opfer ihrer giftigen Äußerungen werden. Wie es sich anfühlt, stets und ständig mit Hass und Hetze konfrontiert zu sein, können besonders die betroffenen Gruppen unserer Gesellschaft aus leidvoller Erfahrung berichten. Ich sehe es als unsere historische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe an, leider immer noch alltäglichen Anfeindungen gegen diese Gruppen mit aller Macht entgegenzutreten und zu unterbinden. Mir fallen hierzu exemplarisch besonders exponierte Gruppen ein, wie Amts- und Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, insbesondere und etwa auch im kommunalen Bereich, medizinisches und wissenschaftliches Fachpersonal in Zeiten der Pandemie, Journalistinnen und Journalisten, die das besonders wertvolle Gut der Pressefreiheit ausüben, natürlich unsere Polizei, die uns professionell Tag ein und Tag aus schützt. Ich möchte es in aller Deutlichkeit betonen. Wir lassen uns auch nicht durch Hass und Hetze spalten. Das ist ja genau das Ziel, zu spalten. Wir als Gesellschaft stehen geeinter zusammen als vielleicht seit vielen Jahrzehnten. Das sehe ich im Übrigen auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie so, etwa bei der Wirkung des Impfens oder beim Tragen eines Mundschutzes gibt es eine breite Mehrheit in der Bevölkerung, die bereit zu solchen Maßnahmen ist, ja, sie geradezu verlangt. Und auch angesichts des brutalen Überfalls Putins auf die Ukraine
gibt es eine große und breite und geschlossene Solidarität bei uns mit der Ukraine. Das betrifft auch die Aufnahme von Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet und die Einigkeit nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union, die beachtlich zusammengerückt ist und unter den demokratischen Ländern auf der ganzen Welt. Ich sehe eine Gesellschaft, die gleichsam zur wachsenden Verrohung der lauten wenigen mit mehr Mitgefühl, mehr Diskurs, mehr Toleranz und mehr Achtsamkeit reagieren kann. Ich sehe aber auch, dass dies kein Selbstläufer ist. Diese positiven, konstruktiven Ansätze und Entwicklungen brauchen unser aller Energie, unser aller Engagement. Der Grund für diesen und andere Fachtage, die ich bereits zu diesem Thema eröffnen durfte, aber auch für Ausstellungen wie diese hier im Haus der Geschichte, der Grund für all dies ist eben der entschlossene Wille von uns allen, sich nicht Hass und Hetze zu beugen, sondern geschlossen entgegenzustehen. Geschlossen entgegenstehen durch Diskurs, Austausch, gemeinsames Lernen und Wachsen, durch kritische Selbstreflexion und Sensibilisierung und letztlich durch die viel stärkere Kraft von Menschlichkeit, Mitgefühl und Solidarität. Diese sind das Gegengift zu Hass und Hetze. Und ich bin stolz darauf, in einer Gesellschaft zu leben, die eine Verrohung der lauten wenigen erkennt, sie offen anspricht und sich diesen entgegenstellt. Besonders als Innenminister möchte ich Ihnen auch in aller Deutlichkeit versichern, wir tolerieren Hass und Hetze nicht. Weder im Internet noch sonst irgendwo. Gegen niemanden und niemals. Wer bedroht, beleidigt, zu Hass und Gewalt aufstachelt oder aufruft, der wird spüren, dass unsere Gesellschaft in der Tat eine wehrhafte Demokratie ist. Wehrhaftigkeit im Sinne der Gegenwehr bedeutet aber nicht nur, sich Hass und Hetze entgegenzustellen und dieses Gift zu bekämpfen, sondern auch Brücken zu bauen, zu vergeben. Einen Weg aus Filterblasen, Verschwörungsmythen und Echokammern heraus aufzuzeigen. Denn genau hier wird die Stärke einer Gesellschaft, die Fehler verzeihen kann, die Chancen der Wiedergutmachung gibt und die keinen Menschen kampflos aufgibt, deutlich. Dafür stehen ressortübergreifend die Mitglieder des Kabinettsausschusses, dafür stehen aber auch viele weitere Akteure. Genau deshalb gibt es beispielsweise bei uns etwa das Kompetenzzentrum gegen Extremismus, welches Menschen eine Möglichkeit des Ausstiegs aus extremistischen Szenen bietet und Fachkräfte bei der Prävention gegen Hass und Hetze mit höchster Kompetenz unterstützt. Darum arbeiten die Taskforce und das Connex eng mit einem großen Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen und anderen staatlichen Organisationen und Institutionen zusammen. Wie gesagt, der Kampf gegen Hass und Hetze ist kein Selbstläufer. Gemeinsam sind wir stark und widerstandsfähig. Gemeinsam können wir sehr viel bewegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute geht es insbesondere um die Bekämpfung von Hass und Hetze im Netz. Ich bin gespannt auf die Beiträge und den Austausch, denn eines ist und bleibt klar. Wir dürfen niemals nachlässig werden, nicht wegschauen, nicht weghören, auch nicht müde werden, Hass und Hetze mit aller Kraft entgegenzutreten. Es gibt die weit verbreitete Weisheit. Dunkelheit und Schatten können nur bei der Abwesenheit von Licht existieren.
Hass und Hetze können sich nur verbreiten, wenn Menschlichkeit und Mitgefühl ihren Platz nicht einnehmen. Und der erste Schritt dafür ist es, sich schonungslos der Geschichte und dem aktuellen Ausmaß des Schattens der Dunkelheit zu stellen. Seien Sie deswegen versichert. Wir schauen hin und beleuchten gemeinsam und mit aller Kraft. Und lassen Sie mich diesen Punkt noch einmal betonen. Wir alle stehen geschlossen zusammen gegen jene Kräfte, die uns zu entzweien suchen, im Namen von menschenverachtenden Ideologien, Hass und Hetze, egal ob im Internet oder in der nicht digitalen Welt. In diesem Sinne, lassen Sie uns alle heute unsere bewährten und starken Netzwerke weiter ausbauen. Lassen Sie uns gemeinsam lernen und aufmerksam, noch aufmerksamer werden. Und lassen Sie uns alle mit wachsender Zuversicht auf eine Zukunft schauen, in der Hass und Hetze keinen Platz mehr haben werden. Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen und gelungenen Austausch, einen informativen Nachmittag für Sie alle und danke für Ihr Engagement und Ihren Einsatz gegen Hass und Hetze. Ja, vielen Dank an Herrn Minister Strobel für die einführenden Worte. Wir machen weiter mit dem ersten Input an diesem Nachmittag und der kommt von Sina Laubenstein. Frau Laubenstein ist Politikwissenschaftlerin und seit 2021 Teil der Gesellschaft für Freiheitsrechte und arbeitet dort in einem Projekt zum digitalen Gewaltschutz. Darüber hinaus ist sie in der Denkfabrik Institute for Strategic Dialogue tätig und setzt dort Trainings in Unternehmen zu digitalen Gewaltschutz um, zu digitalen Gefahren. Vorher hat sie bei den neuen deutschen Medienmachern und Medienmacherinnen das No Hate Speech Movement des Europarates in Deutschland mitkoordiniert und als freie Referentin, Speakerin und Autorin konzentriert sie sich in erster Linie auf Themen wie digitale Zivilcourage, digitaler Hass sowie Extremismus und Hass im Netz. Sie berät zivilgesellschaftliche als auch politische Akteurinnen und Akteure und gilt international als anerkannte Expertin in diesem Themenbereich. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Frau Laubenstein wird uns jetzt einen wissenschaftlichen Blick auf Aspekte der Hasskriminalität geben. Herzlich willkommen, Sina Laubenstein. Erstmal vielen, vielen Dank für die Begrüßung. Ich bin immer wieder geschockt von meiner, wenn man das so hört, das klingt super beeindruckend und ich habe das Gefühl, der Druck ist jetzt ganz groß. Das tut mir nicht gut und auch meinem Ego nicht gut. Es ist sowieso schon groß genug, so wie es ist. Genau, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung hierher. Ich bin selber aus Baden-Württemberg, Badnerin, aber ich komme trotzdem gerne ins Ländle und hoffe, dass man mir das nachsieht, dass ich zwischendurch mal anfange, ins Badische abzurutschen, weil ich auch gerade aus einem von einem Familienbesuch komme. Und jetzt wieder zurückzukommen ins Hochdeutsch fällt mir sehr schwer, aber ich weiß, Hochdeutsch ist in Baden-Württemberg sowieso nicht Landessprache. Das Badisch funktioniert, alles klar. Super. Genau, ich wollte erstmal auf ein paar Punkte eingehen. Es hat hoffentlich nicht so gewirkt, als wäre ich unaufmerksam, weil ich zwischendurch auf meinem Handy getippt habe, aber ich habe mir Notizen gemacht. Und zwar wollte ich auf ein paar Punkte eingehen, die jetzt schon gefallen sind, bevor ich mit der Präsentation durchstarte. Und ich habe auch schon den Blick zur Moderation, weil ich darauf hingewiesen werden muss, wenn ich zu lange spreche. Zuallererst hatten Sie, Minister Strobel, Anonymität im Netz angesprochen. Und ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger, ein zentraler Punkt, dass wir darüber sprechen. Anonymität trägt auf jeden Fall dazu bei, dass Menschen im Netz hassen, aber es ist auf gar keinen Fall der ausschlaggebende Grund. Denn das Traurige oder die traurige Erkenntnis ist, dass immer mehr Menschen gar kein Problem damit haben, Hass zu verbreiten unter ihrem Klarnamen, gar kein Problem damit haben, Vergewaltigungsdrohungen, Todesdrohungen zu schicken unter ihrem Klarnamen. Und ich finde, das ist eine viel traurigere Entwicklung, als zu sagen, okay, die machen das alle anonym, sondern ja, genau, man hat überhaupt keine Angst und Sorge vor irgendwelchen Konsequenzen. Das finde ich nochmal ganz wichtig zu betonen. Ich finde auch den Punkt, dass sich jemand zurückzieht aus dem Netz oder sagt,
ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich ignoriere das alles, ich will mich da gar nicht reinziehen lassen. Ich finde es komplett normal und komplett nachvollziehbar. Mir geht es ganz genauso. Ich habe auch gar keine Lust mehr, mich damit auseinanderzusetzen, wenn ich sehe, dass es auf Twitter wieder abgeht oder dass es in meinem Profil irgendwelche komischen tausenden Nachrichten kommen, werde ich sauer, werde ich depressiv und kann es komplett nachvollziehen. Und ich weiß, die nächsten 20 Minuten, auch der ganze Nachmittag, wir setzen uns auseinander mit sehr schlimmen Seiten im Internet. Ich will aber auch betonen, es gibt auch tolle Sachen im Internet. Es gibt auch positive Seiten. Und ich glaube, das dürfen wir bei all dem, was Schlimmes passiert und bei all dem, auf das wir reagieren müssen, nicht vergessen. Ganz viele Menschen, das wurde eben auch angesprochen während der Corona-Pandemie, wir haben gesehen, wie sich Solidarität auch im Netz organisiert hat, wie Menschen gesagt haben, hey, geht's dir gut, ich gehe für dich einkaufen. All diese Dinge sind auch wichtig und möglich durch das Internet, dass wir Freundschaften haben über den Globus hinweg. Das ist durch das Internet möglich, dass man Beziehungen führen kann, obwohl der Partner oder die Partnerin in einer anderen Zeitzone wohnt, ist möglich, weil das Internet das erlaubt oder es ist zumindest einfacher möglich. Vorher war es ein bisschen komplizierter mit Faxgerät und so weiter. Genau, also bei allem Negativen, das jetzt kommt, darf man auch nicht vergessen, dass es auch viele tolle Sachen gibt im Internet. Genau, ich wurde schon vorgestellt, ich bin Sina Laubenstein, seit 2016 inzwischen arbeite ich in dem Bereich und war zuerst bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen engagiert, habe da viel auch mit Betroffenen gearbeitet, vor allem mit betroffenen JournalistInnen. Seit circa einem Jahr, genau, ich hatte einjähriges Jubiläum jetzt vor kurzem beim Institute for Strategic Dialogue, wo wir Analysen durchführen zu Hasskriminalität im Netz, aber diese Analysen auch direkt übersetzen in Aktionsprogramme. Wir haben ein Curriculum entwickelt für Arbeitnehmende. Wir bieten das Unternehmen an, die das dann ihren Arbeitnehmenden anbieten können. Und das ich auch umsetze bei vielen Menschen oder mit vielen Menschen auch umsetze. Und es wurde auch schon erwähnt, ich bin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch aktiv und arbeite gerade an einem digitalen Gewaltschutzgesetz. Die Zahlen, wie es gerade in Baden-Württemberg aussieht, mit Hasskriminalität wurden eben schon erwähnt. Deshalb mache ich das nicht nochmal. Aber ich habe sie mir auch vorher angesehen und finde es ganz erschreckend, dass der Großteil dieser Fälle von Hasskriminalität fremdenfeindlich, also auch rassistisch motiviert waren, dass auch antisemitische Motive massiv zugenommen haben. Und was tatsächlich weniger überraschend ist für mich, die ich jetzt 6 Jahre in dem Bereich arbeite, dass es vor allem aus dem rechten Spektrum kommt. Das verwundert mich nicht so sehr, finde ich aber wichtig, dass wir auch drüber sprechen und darauf komme ich auch später nochmal zu sprechen. Genau. Bevor ich loslege, würde ich ganz gerne kurz was zu Begriffen sagen, die ich nutze und die auch in den letzten 2 Jahren sehr relevant geworden sind. Einfach damit wir alle auf einem gleichen Nenner sind, dass wir alle wissen, was passiert und nicht mit irgendwelchen waghalsigen Begriffen um uns werfen. Danach würde ich kurz darauf zu sprechen kommen, wie sich die Situation verändert hat im Netz, vor dem Hintergrund der Pandemie, vor dem Hintergrund der Klimakrise und gehe auch noch mal kurz auf den Angriffskrieg auf die Ukraine ein. Und am Ende schließe ich hoffentlich mit relevanten Plattformen, die in Deutschland benutzt werden von verschiedenen extremistischen Akteurinnen. Und wenn ich es schaffe, will ich auch noch ein paar Blitzlichter unterbringen, wo wir hingucken müssen. Weil wir gucken jetzt, oder ich gucke jetzt vor allem mit Ihnen auf eine bestimmte Seite, aber ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die natürlich in 20 Minuten viel zu kurz kommen werden, wo man vielleicht nach dem Fachtag nochmal hingucken kann oder sich nochmal informieren kann oder hingucken sollte dann danach. Genau, zuallererst, wie angekündigt, bringe ich einfach ein paar Begriffsdefinitionen jetzt rein und ordne das so ein bisschen ein, worüber ich jetzt spreche. Ich glaube, es ist wenig überraschend, einmal über den Begriff Hasskriminalität insgesamt zu sprechen. Ich habe mich an der Definition des Bundestags orientiert. Dem Themenfeld Hasskriminalität werden politisch motivierte Straftaten zugeordnet, wenn die Umstände der Tat oder die Einstellung des Täters darauf schließen lassen, dass sie sich gegen eine Person aufgrund ihrer politischen Einstellung, Nationalität, Volkszugehörigkeit, Rasse, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, Herkunft, sexuellen Orientierung, Behinderung, ihres äußeren Erscheinungsbildes oder ihres gesellschaftlichen Status richtet. Hasskriminalität als Konzept ist vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet und meint eben solche Straftaten, bei denen Täter ihre Opfer aufgrund der wirklichen oder vermuteten Zugehörigkeit zu einer Gruppe auswählen. Ganz viele Menschen werden auch angegriffen, obwohl sie gar nicht zu bestimmten Communities zugehörig sind, aber eben so aussehen, als könnten sie vielleicht zugehörig sein. In diesem Kontext Hasskriminalität fällt eben auch häufig der Begriff Hate Speech, um den es ja heute auch unter anderem gehen soll. Vielleicht noch ein paar Zahlen. Im
Internet haben Beleidigungen 2020 um 12,5% zugenommen und eine Befragung der Gesellschaft für Freiheitsrechte im letzten Jahr hat gezeigt, dass jede fünfte Person im Netz bereits beleidigt wurde, dass ganz viele aber das gar nicht als Gewalterfahrung mehr wahrnehmen, weil wir so, also meine Einschätzung oder meine Interpretation dessen ist, dass wir so abgestumpft sind und damit so okay sind, dass wir beleidigt werden, dass wir es gar nicht mehr als Gewalterfahrung wahrnehmen. Im Gegenzug dazu hat jede vierte junge Frau, also Frauen im Alter von 18 bis 35, also auch ich, yay, bereits digitale Gewalterfahrungen gemacht, auch ich, nicht so viel, yay. Und 2021 haben antisemitische Straftaten um 40% zugenommen, was vor allem vor dem Hintergrund unserer Geschichte extrem erschreckend ist. Genau. Ich hatte das schon gesagt, dass ich auch über diese Zuordnung rechts, links, Mitte sprechen möchte oder keine Zuordnung sprechen möchte. Hasskriminalität wird ja politisch motivierter Kriminalität zugeordnet und wir sehen hier, dass die Anzahl solcher Delikte nicht nur zugenommen hat, sondern dass auch die Anzahl in diesem rechten Spektrum zugenommen hat. Hat abgenommen, aber andere haben zugenommen. Genau. Und das ist etwas, das wir auch in Baden-Württemberg und eben deutschlandweit auch beobachten können. Genau, rechtsextreme Gewalt ist ja nicht nur, aber eben auch in Deutschland ein großes Problem und eine Herausforderung. Insbesondere im Netz sehen wir auch, dass rechtsextreme Gruppen und Gruppierungen digitale Plattformen nutzen, um Menschen anzugreifen, zu belästigen und in Gefahr zu bringen. Häufig auch organisiert. Man denkt nur an beispielsweise Reconquista Germanica, das eine Gruppierung war, die sich im Netz organisiert hat, um ganz gezielt digitalen Menschen zu attackieren. Wir denken an verschiedene Telegram-Gruppen, wo sich Menschen verabreden, um dann mit Fackeln vor dem Haus von PolitikerInnen zu stehen. Weil so viel Gewalt auch dem rechten Spektrum zugeordnet wird, finde ich es auch wichtig, dass wir hier über Begriffsdefinitionen sprechen. Und ich weiß, es wird jetzt sehr vortragslastig gerade. Wenn wir über rechtes Spektrum sprechen, verwenden ganz viele Menschen die Begriffe rechtsradikal und rechtsextrem synonym. Ich finde es aber wichtig, dass wir da auch sehen, was die Unterschiede sind. Rechtsradikale und Rechtsextreme vereint, dass sie an die Ungleichheit der Menschen glauben, also wir gegen die anderen, wir sind was Besseres, die anderen sind tiefer gestellt. Und häufig hat es eben auch einen Bezug auf rassistische, ethnische oder kulturelle Überlegenheit einer bestimmten Gruppe beziehungsweise Unterlegenheit einer anderen Gruppe. Beim Radikalismus ist es aber so, dass man sich immer noch als Teil des demokratischen Spektrums sieht und einfach, ich sage in Anführungszeichen, nur kritisch ist gegenüber Teilen der politischen oder wirtschaftlichen Grundordnung. Beim Extremismus ist es eben so, dass man außerhalb des demokratischen Spektrums ist und der Demokratie bzw. verfassungsfeindlich ist. Und was wir im Internet beobachten können, ist, dass ganz viel Radikalisierung passiert. In digitalen Debattenräumen, in digitalen, auf Plattformen. Bevor ich nachher über das Ökosystem spreche, ganz kurz, große Plattformen wie Facebook, YouTube, Instagram bleiben relevant und haben auch in diesen Szenen nicht an Relevanz verloren. Das sind quasi die Einstiegsdroge, um reinzukommen in diese Diskurse, um reinzukommen in die Radikalisierung. In diesen radikalisierten Szenen haben sich dann insbesondere alternative Plattformen hervorgetan, die audiovisuelle Inhalte teilen, also Videos, wie beispielsweise auf YouTube oder eben auch Telegram. Um das kurz zu machen, große Plattformen sind da, um dich einzufangen, kleine Plattformen sind dann da, um extremistische Inhalte zu teilen. Und eine zentrale Erkenntnis der letzten zwei Jahre ist, Verschwörungsideologinnen, Impfgegnerinnen und Rechtsextreme vermischen sich immer mehr. Und das haben wir massiv beobachten können in den letzten zwei Jahren. Die Verschwörungserzählungen, die verbreitet werden, sind quasi der Kleber, der die ganzen Gruppen zusammenhält und auch zusammenbehält und sich durch diese ganzen Gruppen zieht. Genau. Und weil die Begriffe auch in den letzten zwei Jahren immer wieder verwendet wurden, verbreitet wurden, vielleicht ganz kurz, Fake News ist kein guter Begriff, den würde ich in Zukunft, wenn man den verwendet hat, in Zukunft nicht mehr verwenden, einfach weil es ein bisschen misleading ist. Wir unterscheiden beim Institute for Strategic Dialogue zwischen drei Begriffen, einmal die Missinformation, die Desinformation und die Malinformation. Missinformation ist, was wir alle machen, weil wir halt alle Menschen sind, wir alle haben schon mal eine Falschmeldung verbreitet, weil wir es nicht besser wussten, weil, wie gesagt, wir sind Menschen. Desinformation und Malinformation sind Falschmeldungen, die absichtlich verbreitet werden, die konstruiert wurden, die manipuliert wurden,
um Menschen anzugreifen, um andere fertig zu machen, um sich selber besser darzustellen. Auch bei Verschwörungstheorien, in Anführungszeichen, auch hier vielleicht in Zukunft nicht mehr den Begriff Theorie zu verwenden, weil Theorie so einen wissenschaftlichen Anstrich hat. Gar kein Problem, wenn man das macht. Ich mache das selber oft genug. Wie gesagt, wir sind alle Menschen. Aber bei Verschwörungsideologien ist es so, dass sie eben Desinformation nutzen, um das eigene Weltbild zu festigen. Man sucht sich einen Sündenbock aus und das ist nicht was, das wir nur im Internet beobachten, sondern das gab es schon lange vor dem Internet. Und man schafft sich auch globale Feindbilder. Ich glaube, was sich in den letzten 2 Jahren sehr stark verbreitet hat, ist dieser Gedanke in unserer aller Köpfe, wahrscheinlich alle, die hier im Raum sitzen, denken sich so, oh, das passiert mir nie. Ich falle nie auf eine Verschwörungserzählung rein. Eine Falschmeldung erkenne ich sofort. Kann sofort alle enttäuschen, wir alle fallen da drauf rein. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass irgendjemand mental stabiler oder weniger stabil ist. Alle Menschen sind anfällig für Verschwörungserzählungen. Alle Menschen sind anfällig für Desinformation. Das hat damit zu tun, dass alle Menschen die gleichen psychologischen Grundbedürfnisse haben und Verschwörungserzählungen diese Grundbedürfnisse erfüllen. Also, wir sind alle davor nicht gefeit und sind wahrscheinlich alle, oder ich spreche jetzt nur von mir, auf diesem hohen Ross, dass wir denken, nee, das passiert mir nicht, da bin ich viel zu clever für. Nee, das passiert uns trotzdem allen oder kann uns allen zumindest passieren. Genau. Ah, ich war auf der falschen Folie. Da hätte man mich drauf hinweisen können. Sorry. Dieses gleichzeitig alles machen ist super anstrengend. Okay. Dann, ich lasse die kurz stehen, aber ich teile auch die Präsentation danach, von daher ist sie dann auch nochmal zur Verfügung gestellt, aber ohne das Live-Kommentar von mir. So, jetzt, wie hat sich die Lage verändert in den letzten drei Jahren? Wir haben beobachten können, dass die letzten 2-3 Jahre extremistische Gruppen Themenbereiche besetzen und sich zu eigen machen, verschiedene Communities, verschiedene Gruppen im Netz zusammenkommen und ganz viele Menschen ansprechen und es schaffen auch ganz viele Menschen anzusprechen. Ich hatte das schon gesagt, Verschwörungsideologien fungieren hier als Bindeglied, die all diese Gruppierungen zusammenbringen und vor allem auch zusammenhalten. Nicht falsch verstehen, rechtsextreme Gruppen, extremistische Gruppen haben schon immer, ich sag mal, Pseudothemen besetzt. Es waren vorher Tierrechte oder auch der Kinderschutz. Es war eine Zeit lang auch der Umweltschutz. Tatsächlich wurde eine Zeit lang gefordert, dass man die Umwelt schützen muss. Jetzt geht es ein bisschen in die andere Richtung. Und was wir aber jetzt eben so gesehen haben, dass Verschwörungserzählungen genutzt werden, um die extremistischen Narrative noch stärker miteinander zu verbinden und auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Deshalb will ich jetzt im Folgenden ganz kurz über die 3-4 großen Krisen und Entwicklungen der letzten 2-3 Jahre eingehen. Und die Bundestagswahl ist auch dabei. Ich will nicht sagen, dass die Bundestagswahl eine Krise war. Es war einfach nur eine Entwicklung, die wir beobachtet haben. Vielleicht als allererstes waren die Corona- oder die Corona-Krise, die Corona-Pandemie. Zuallererst solche Krisen, gesellschaftliche Umbrüche sind immer die perfekte Gelegenheit für Verschwörungserzählungen, für Extremistinnen, um diese Krisen auszunutzen. Man hat diese wirtschaftliche Unsicherheit, man hat Ängste, man hat Fragen. Und 2020 kommt dann eben noch dazu, wir haben weniger soziale Kontakte und wir haben nur das Internet, um eben in Kontakt miteinander zu bleiben. Corona hat uns als Gesellschaft global vor eine Herausforderung gestellt und war aufgrund der Natur der Sache auch eine Krise, wo sich Ängste zum ersten Mal auch online entladen haben, weil wir halt das Internet hatten, was wir vielleicht vorher nicht so zur Verfügung hatten. Was bezeichnend ist für die Corona-Pandemie, ist, dass wir nicht nur von der Corona-Pandemie sprechen, von der Virus-Pandemie sprechen, sondern auch von der Infodemie sprechen. Die Desinformationen rund um Corona haben sich millionenmal mehr verbreitet als beispielsweise die Informationen der Weltgesundheitsorganisation. Wir haben beobachtet, verschiedene Gruppen, nicht nur das ISD, hat beobachtet, dass Rechtsextreme während der Pandemie auf Social Media den größten Zuwachs verzeichneten. Wir haben beobachtet verschiedene Kanäle auf verschiedenen sozialen Medien, wo am Anfang der Pandemie noch überlegt wurde, wie kann man sich diese Krise nutzbar machen? Was kann man benutzen? Welche Feindbilder kann man benutzen, um Corona als Marketingstrategie zu benutzen, um das so salopp zu sagen?
Man hat auch die Feindbilder angepasst in den letzten 2-3 Jahren. Zuallererst hat man das versucht, auf Geflüchtete zu schieben, dann hat man es auf Asiatinnen geschoben, hat ganz oft asiatisch gelesene Menschen gleichgesetzt mit Corona, das hat zu Gewalttaten geführt. Dann hat man zwischenzeitlich auch Sinti und Roma versucht, als Gruppe als Feindbild zu benutzen oder wieder als Feindbild zu benutzen. Man hat versucht, es an Einzelpersonen festzumachen. Am Anfang war George Soros, dann war Bill Gates, der uns alle mikrochippen will. Jetzt ist es der Gesundheitsminister. Wir haben gesehen, wie überlegt wurde, dass man sich diese Strategie zu eigen machen kann. Und wir beobachten Ähnliches jetzt gerade auch mit den Affenpocken, wo wir sehen, dass sich ganz viele homofeindliche, rassistische Narrative verbreiten in den Gruppen und man überlegt, was bleibt hängen, was funktioniert. Und auch nicht nur um Corona, aber auch um die Affenpocken gerade ranken sich die krudesten Verschwörungserzählungen. Bei den Affenpocken habe ich jetzt schon gesehen, dass sie entweder Russland stärken oder Russland schwächen sollen. Und das beides wird noch nicht mal als konträr zueinander gesehen. Man kann beides glauben. Genau, so viel zu Corona. Was kommt jetzt? So, jetzt kommt Klimaschutzmaßnahmen. Ich hatte es vorher schon angedeutet, das Umwelt- und Klimathema war ein Thema, das schon lange ausgeguckt wurde als Thema von extremistischen Gruppen. Spätestens seit den 1990ern haben Rechtsradikale versucht, extreme Klima- und Umweltthemen zu besetzen. Bisher war das aber weniger erfolgreich. Nach der Corona-Pandemie oder während der Corona-Pandemie konnte man das ganz gut machen. Das ist eine Strategie, die gewählt wurde, um nach der Pandemie auch relevant zu bleiben. Wir erinnern uns, dass auch letztes Jahr, glaube ich, die COP26 war. Also das Thema Klima ist sowieso auf jedermanns, jeder Fraus Agenda. Und wir konnten beobachten auf Telegram, dass sich Querdenkerkanäle immer mehr der Klimapolitik zugewandt haben. Die neuen Feindbilder, die gewählt wurden, waren auch wieder der Gesundheitsminister, warum auch immer, aber auch ganz oft die Grünen. Das ist, glaube ich, auch wenig überraschend. Und vor allem Annalena Baerbock wurde sich ausgeguckt als Feindbild. Und was wir auch beobachten konnten in den letzten 2 Jahren rund um das Klimathema, dass ganz viele Begriffe, die wir aus der Corona-Pandemie kannten und aus der quasi als Begriffe gepusht wurden während Corona, jetzt eben auch im Klima, im Klimathema gepusht werden. Das Beispiel, das wir hier haben, ist der Klima-Lockdown. Vorher hatten wir den Pandemie-Lockdown, jetzt haben wir den Klima-Lockdown, wir werden alle eingesperrt, unsere Grundrechte werden beschnitten. Ja, ich glaube, wir wissen alle, wo es hingeht. Genau, also das ist so, was während Corona, durch Corona passiert ist und dann eben übersetzt wurde ins Klimathema. Dann haben wir uns die Bundestagswahl letztes Jahr angeguckt, und haben da gesehen, dass Online-Desinformation zur Bundestagswahl auf großen Plattformen sowie alternativen Plattformen verbreitet wurde. Der Fokus der Analyse aus dem letzten Jahr lag vor allem darauf zu schauen, welche Desinformation verbreitet wird über die Integrität der Wahlen. Wir erinnern uns, da war ganz viel zur Briefwahl, zur Legitimität der Briefwahl. Gilt das Wahlergebnis überhaupt? Man hat so ein bisschen versucht, die Narrative aus den USA auf Deutschland zu übertragen. Es kam zu vielen digitalen Gewaltangriffen und man hat auch versucht zu analysieren die Versuche ausländischer Einflussnahme. Wir haben auch hier einen Mix aus bunten Gruppen gesehen und das war das erste Mal, dass wir das auch wirklich handfest belegen konnten, dass die Online-Communities aus Unterstützerinnen der AfD, Covid-19-Skeptikerinnen, Verschwörungsideologien, IdeologInnen und rechtsextreme Gruppen zusammenkommen. Also wir sehen wirklich, es ist ein Mischmasch aus verschiedenen Gruppen, die sich da vereinen, um ein Thema voranzubringen. Es wurde vorher schon in der Begrüßung gesagt, Herr Schrubel, Sie hatten das gesagt, dass die Angriffe auf politische MandatsträgerInnen zugenommen haben und das ist, was wir exakt auch beobachten konnten während dem Bundestagswahlkampf. Sexistische und rassistische Beleidigungen haben zugenommen und das nicht nur auf die Spitzenkandidatinnen, sondern auch auf lokale VertreterInnen, auf Menschen, die in irgendwelchen Dörfern Wahlkampf gemacht haben. Und das finde ich extrem bedenklich, weil ich zum Beispiel weiß, wo mein Bürgermeister wohnt, also wissen das wahrscheinlich auch andere Menschen und die haben vielleicht nicht nur Gutes im Sinn. Genau. Und vielleicht, um mit einem positiven Beispiel hier zu schließen, es war nicht ganz so erfolgreich wie in den USA. Es gab keinen Sturm und keine Menschen wurden irgendwie ermordet, weil das Wahlergebnis angezweifelt wurde. Aber was natürlich passiert ist, dass so ein bisschen Skepsis, Misstrauen an demokratischen Prozessen gesät wurde.
Und jetzt zum aktuellen Beispiel, der Krieg in der Ukraine. Und seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine verbreitet sich auch prorussische Desinformation massiv. Ganz kurz, Desinformation, die prorussisch ist, verbreitet sich nicht erst seit dem Krieg, sondern schon seit 2014, seit den Protesten, seit der Annexion der Krim, verbreiten kriminelle Medien eine verzerrte Sicht auf die Entwicklungen. Aber jetzt, glaube ich, ist unsere Wahrnehmung nochmal dafür geschärft und die Situation hat sich natürlich extrem verschärft. Menschen, die den Ukraine-Krieg als Teil von einer Verschwörung sehen, informieren sich vor allem auf Social-Media-Kanälen. Die Ergebnisse von unseren Befragungen zeigen, dass insbesondere Menschen, die sich über den Messaging-Dienst Telegram informieren, Verschwörungserzählungen und den Krieg im Kriegszusammenhang zustimmen. Also Menschen, die sich auf Telegram informieren über verschiedene Entwicklungen, denken auch, der Krieg hat irgendwas mit einer Verschwörungserzählung zu tun. Pro-russische Influencer sind auch extrem aktiv auf diesen verschiedenen Kanälen und versuchen eben auch alles in den globalen Zusammenhang zu setzen. Es werden Daten und Adressen von ukrainischen Soldaten und PolitikerInnen gedoxt. Ja, ich habe noch 5 Minuten, ich weiß es. Danke. Was auch gerade zeigt, der Krieg in der Ukraine zeigt gerade, wie sehr das Internet auch genutzt wird als Waffe in dem Krieg, wie sehr Desinformation genutzt wird als Waffe in einem Krieg. Und eine Umfrage oder eine Befragung von CEMAS hat gezeigt, dass der Impfstatus und Verschwörungsglaube auch extrem eng zusammenhängen. Menschen, die mit einer hohen Bereitschaft gegen Corona-Schutzmaßnahmen protestieren waren, vermuten auch eher eine Verschwörung hinter dem Krieg. Und Querdenken, rechtsextremistische Gruppen und Co. schrecken auch nicht davor zurück, auf Telegram-Gruppen, in Telegram-Kanälen den Krieg zu verharmlosen und zu sagen, ah, das ist nicht alles so, wie es scheint, pipapo. Genau, das sind so Entwicklungen, die wir jetzt gerade hautnah verfolgen können. Genau, und jetzt vielleicht noch ganz kurz zum Ökosystem. Ich hatte das schon... Ihr müsst mich daran erinnern, bitte, dass hier nicht alles zusammenpasst, was ich sage und was auf der Folie ist. Okay, jetzt bin ich hier. So, jetzt zum Ökosystem. So, rechtsextremistische Gruppen nutzen das Internet von Anfang an und sind Expertinnen darin. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Facebook-Like-Zahlen extrem weit oben sind, dass Menschen, die dem extremistischen Spektrum zugeordnet sind, extrem erfolgreich sind. Man hat Anfang der 1990er verschiedene Foren genutzt, Webseiten genutzt, um sich selber darzustellen. Man hat Blogs geschaltet, genutzt, um Informationen zu bieten und hat von Anfang an schon soziale Medien genutzt wie ein Profi. Warum hat man das genutzt? Weil man einen strategischen Zugang hatte zur Mitte der Gesellschaft, Mitte in Anführungszeichen, und man auch verstanden hat von Anfang an, wie solche Netzwerke funktionieren und sich das natürlich zu Nutzen gemacht hat. Genau, ich will noch kurz was sagen zu den alternativen Plattformen, die vor allem in den letzten, in den letzten 2-3 Jahren erfolgreicher waren, weil wir eben das Netz.dg hatten in Deutschland oder immer noch haben, mal schauen wie lange, und deshalb ganz viele Inhalte auch gelöscht wurden auf den verschiedenen Plattformen und weil auch verschiedene Gruppen deplattformt wurden. Und das war so die Geburtsstunde oder zumindest der ins Teenageralter heben von verschiedenen alternativen Plattformen. Ich hatte das anfangs schon gesagt, die etablierten Plattformen, die wir haben, Facebook, Instagram, YouTube, sind alle noch wichtig, sind alle noch relevant, aber es ist so, um die Leute rein zu catchen. Die kleineren Plattformen sind dann dafür da, radikalere Inhalte zu teilen. Man kann beobachten, dass eben die verschiedenen Plattformen ganz strategisch genutzt werden von den verschiedenen Gruppen, um eben ihre Inhalte zu verbreiten. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren gesehen, dass Telegram ein zentraler Pfeiler ist in der deutschsprachigen rechtsextremen und verschwörungsideologischen Szene. Und auf den etablierten Plattformen und auch auf Telegram gibt es dann vereinzelte Power-User, in Anführungszeichen, die extrem aktiv sind, immer wieder auf andere Inhalte verweisen und die sich so ein Netzwerk an Plattformen und an Profilen aufbauen. Ein Beispiel ist Attila Hildmann, den wahrscheinlich alle in den letzten 2 Jahren zumindest kennengelernt haben. Wenn nicht, das war mal ein veganer Koch, jetzt kocht er wahrscheinlich immer noch, aber macht auch anderes. Und er hat sich ein extrem komplexes Netzwerk aufgebaut zwischen verschiedenen Kanälen und verschiedenen Gruppenchats und verweist immer wieder auf die anderen Gruppen. Auf etablierten Plattformen wie Facebook, Instagram, Twitter
wird in ungefähr der Hälfte der untersuchten Links auf andere etablierte Plattformen verlinkt und die anderen Links verlinken dann auf alternative Plattformen und da dann vor allem auf Telegram. Und auf Telegram wird dann auf kleinere alternative Plattformen weiterverlinkt. Also man zieht quasi um von Facebook auf Telegram zu irgendwelchen kleinen Plattformen wie Odyssey oder Gab oder Getter. Insgesamt will ich ganz kurz noch sagen, dass Deplatforming finde ich als Ansatz extrem sinnvoll. Also wenn extremistische Accounts gedeplatformt werden, also nicht mehr auf großen Plattformen aktiv sein dürfen, zeigt sich, dass ganz viele der FollowerInnen nicht mit umziehen auf die alternative Plattform. Deshalb finde ich das gar nicht mal so verkehrt, darüber nachzudenken. Genau, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Definition, damit habe ich die meiste Zeit verbracht, finde ich extrem wichtig, wie man wahrscheinlich gemerkt hat. Aber dadurch, dass sich immer mehr diese Gruppen vermischen und zusammenkommen, sich durch Verschwörungsideologien, Erzählungen auch zusammenfinden, ist es super schwierig, da ideologische Abgrenzungen zu machen. Die Verschwörungsideologien fungieren als strategisches Bindeglied, als kommunikatives Bindeglied hat sich Telegram etabliert in Deutschland. Und ganz wichtig, und das hatte Innenminister Strobel auch schon gesagt, es ist oft eine kleine Minderheit, die Hass verbreitet, die laut ist im Netz, und das dürfen wir bei all dem nicht vergessen. Und jetzt bin ich über meiner Zeit, aber ich habe trotzdem noch Schlaglichter. Und zwar sollten wir sprechen, ich bin fertig, gleich, über die Infrastruktur von den verschiedenen Plattformen, weil verschiedene Studien zum Beispiel zeigen auf YouTube, dass man anfängt mit einem harmlosen Video und dann immer weiter zu radikaleren Inhalten geführt werden. Ich glaube, wir müssen über die Struktur von Plattformen sprechen. Und Frances Haugen und ihr Whistleblowing hat auch gezeigt, dass die Plattformen vor allem in englischsprachige Communities investieren, aber weniger in anderssprachige Communities. Wir haben eine Untersuchung gemacht in Communities, die Somali und Arabisch sprechen, und da hat sich gezeigt, dass terroristische, extremistische Inhalte stehen bleiben, obwohl es ganz klar gegen Community-Standards verstößt. Deshalb glaube ich, man muss die Plattform auch bitten, zwingen, ermutigen, auch in anderssprachige Communities zu investieren. Wir müssen über den Rechtsrahmen sprechen. In Deutschland kommt das NetzDG oder geht das NetzDG gerade, aber in Europa kommt der DSA, der Digital Services Act oder Digitale Dienstegesetz. Und laut Koalitionsvertrag auch das digitale Gewaltschutzgesetz. Und wenn es die Bundesregierung nicht macht, dann mache ich es, weil das berate ich ja gerade. Und das ist, glaube ich, was, über das wir sprechen müssen. Wir müssen darüber sprechen, welchen Zugang zum Recht Betroffene haben. Und jetzt mache ich mich ganz unbeliebt, weil hier sitzen ganz viele Menschen in Uniform, wie die Strafverfolgungsbehörden das auch verfolgen. Ich weiß nicht, ob jemand diese Jan Böhmermann-Report gesehen hat, wahrscheinlich alle. Und das ist eine Erfahrung, die ganz viele Betroffene schon gemacht haben. Und darüber müssen wir sprechen. Wie kann man Strafverfolgungsbehörden... Ja, ich habe es gesehen, ich war ganz stolz. Trotzdem muss man Strafverfolgungsbehörden in anderen Bundesländern sensibilisieren und vielleicht können das die Baden-Württemberger übernehmen. Genau. Und ich finde, wir müssen auch darüber sprechen, wer muss aktiv werden. Wir sprechen viel darüber, die Unternehmen müssen aktiv werden, die Politik muss was machen. Ich finde auch, die Zivilgesellschaft muss aktiv werden und was machen. Solidarität kommt immer noch zu kurz und man kann so viel damit retten und mit Menschlichkeit erreichen. Und es sollen auch Privatunternehmen, andere Privatunternehmen in Deutschland aktiv werden. Ich finde auch, wirtschaftliche Unternehmen in Deutschland können sich für die Demokratie stark machen und einsetzen. Und damit kommt der Werbeblock zu meinem Projekt beim ISD, dem Business Council for Democracy, wo wir eben Arbeitnehmende unterstützen. Und das war's. So. Ja, herzlichen Dank an Sina Laubenstein. Ich bin mir sicher, wir werden einige der Fragen, Vorschläge, die Sie gerade gemacht haben, gleich noch mit aufnehmen. Über Jan Böhmermann sprechen wir bestimmt auch noch mal gleich im Anschluss. Ja, wir haben gehört, die alltägliche, die politische Kommunikation ist sehr, sehr stark ins Netz gewandert, vor allen Dingen auch in den vergangenen 2 Jahren. Das ist einfach der Ort inzwischen für die alltägliche Kommunikation. Das gehört genauso dazu, glaube ich, mittlerweile wie das Büro
das Wohnzimmer oder vielleicht das Restaurant und die Kneipe. Aber es ist eben auch ein Kommunikationsort geworden für die Verbreitung von Hass und Hetze. Was tun also als Social-Media-Plattform-Betreiber? Welche Maßnahmen, welche Strategien, welche Ansätze gibt es dagegen? Dazu hören wir jetzt einen Impuls von Harmen Zell. Seit 2018 bei Meta Public Policy Manager. Das heißt, Harmen Zell ist Ansprechpartner für Behörden, für Regulierungsbehörden und für die Politik. Er ist in den Bereichen Regulatory and Economic Policy tätig. Und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich hier bei unserem Fachtag. Harmen Zell. Ja, hallo zusammen und vielen Dank, dass ich hier heute vortragen darf. Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben schon viele wichtige Details, glaube ich, angesprochen, auf die ich eingehen möchte. In so einem kurzen Impulsvortrag, da hat man natürlich nur die Gelegenheit, kurz auf einige Punkte einzugehen, vielleicht ein bisschen den Rahmen für die spätere Diskussion zu setzen. Ich will jetzt also keinen global-galaktischen Abriss über Hassrede machen. Ich fange vielleicht mal mit ein paar Sachen an. Ich glaube, das ist auch vielleicht eine These für Diskussion, Hass ist unserer Gesellschaft inhärent und weder Social-Media-Plattformen haben ihn ausgelöst, noch werden sie ihn beenden können. Trotzdem haben wir natürlich als Unternehmen eine große Verantwortung, der wir auch versuchen, gerecht zu werden. Ein Teil dieser Verantwortung ist, wie setzen wir unsere eigenen Regeln durch, wie schreiben wir unsere eigenen Regeln, unsere Hausregeln sozusagen. Ein anderer Teil der Verantwortung, und das war gerade im Prinzip der abschließende Appell hier, ist, wie arbeiten wir mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um den Bereich anzugehen, wo es um ganz klare Inhalte, illegale Inhalte geht, wo wir kriminelle Akteure haben. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir das auseinanderhalten, weil das zwei verschiedene Felder sind, die auch unterschiedlich reguliert sind. Das bringt mich zum Stichwort Regulierung. Ich glaube, wir brauchen gute Regulierung, die Rechtssicherheit für alle schafft. Für die Plattformen, für die Behörden, aber auch für die Nutzer auf unserer Plattform. Und ich glaube, dass der Digital Service Act, so wie wir ihn jetzt sehen, ein guter Rahmen ist, der bald kommen wird, der eine europäische Konsenslösung für viele Fragen bringt, die wir uns heute stellen. Und vielleicht auch kurz der Verweis auf Telegram. Wenige wissen es, im Digital Service Act ist unter anderem auch ein Paragraph drin, der bei groben Rechtsverstößen und wiederholten Rechtsverstößen auch es erlaubt, bestimmte Dienste oder das Anbieten bestimmter Dienste in der Europäischen Union zu untersagen. Das heißt, was wir haben, ist im Prinzip, die Politik erobert sich das Primat, die Handlungsfähigkeit Stück für Stück zurück. Und wir haben eine Bandbreite von Regulierungen, die für alle Akteure Benefits bringen. Ich habe in meiner Rolle gesehen, die Entwicklung, wie wir das Thema Hate Speech auch im Unternehmen diskutiert haben, wie wir unsere Policies geschärft haben, wie wir im Prinzip aus einer Zeit, wo man darüber schon viel geredet hat, aber wo es gesellschaftlich noch nicht so ein Thema war, kam, dann über die ganze Flüchtlingskrise, über diese Zeit ist das Thema natürlich wahnsinnig virulent geworden und auch wir mussten reagieren. Wir haben unsere Policies nachgeschärft, wir haben auch die Zusammenarbeit mit Behörden intensiviert und da festgestellt, es ist eigentlich immer ein gegenseitiges Lernen. Ich glaube, wo wir nicht landen dürfen, ist uns gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Es gibt auf allen Seiten Verbesserungsbedarf und wo der liegt, da will ich gleich vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, wir als Plattform haben auf jeden Fall gelernt, dass wir eine große Verantwortung haben, eine große gesellschaftliche Verantwortung, die wir auch annehmen. Und deswegen haben wir massiv investiert. Wir haben investiert in Personal. Facebook ist, entschuldigen Sie mir, die Umstellung fällt mir noch schwer. Meta. Meta hat mittlerweile fast 100.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben hier unter anderem auch in Deutschland zwei unser Community Operations Center, zwei, einmal in Berlin und einmal in Essen, wo eben da Inhalte moderiert werden. Man kann sich die auch angucken, wir bieten für Politik jetzt vor der Corona-Pandemie, ich hoffe es geht bald wieder los, auch ab und zu Möglichkeiten an, diese Standorte zu besichtigen, sich über die Bedingungen vor Ort zu erkundigen und zu gucken, wie die Menschen dort arbeiten und sich dort einfach über auszutauschen. Was ich sagen will, wir sind transparent. Wir veröffentlichen auch jedes Jahr einen Transparenzbericht, wo wir ausweisen,
welche Inhalte, wie viele Inhalte haben wir runtergenommen, in welchen Zeiträumen, was haben wir gemacht, wie viele Anfragen von Strafverfolgungsbehörden haben wir beantwortet, weil wir darüber diskutieren wollen, mit der Politik, mit der Gesellschaft. Was wir auch machen ist, ich habe einen Kollegen, der sitzt mit mir zusammen in Berlin, der hat nichts anderes zu tun, als tagtäglich mit den Polizeien in Kontakt zu sein und darüber zu diskutieren, wie kann die Zusammenarbeit verbessert werden, wo hakt es noch. Wir gehen in die einzelnen Dienststellen sogar rein vor Ort, wenn wir merken, da gibt es ein Problem und bieten an, sich darüber auszutauschen. Und wenn ich mir so diese Zahlen angucke, dann denke ich, wir sind auf einem guten Weg. Die Effektivität der Anfragen, die wir erhalten und die Effektivität der Beauskunftung, das heißt, welche Anfragen von Polizeibehörden werden im ersten Anlauf direkt beantwortet von unserem Unternehmen, ist steigend, wenn man sich das über die Jahre hinweg anguckt. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch einen großen Anteil von Anfragen, die wir bekommen, die nicht den notwendigen Standards entsprechen, die wir als Unternehmen prüfen müssen, um Anfragen beantworten zu können. Dann ist es wichtig, wenn wir den direkten Draht zu der Dienststelle vor Ort haben, die diese Anfragen stellt. Das bringt mich zu einem großen Lob für den Staat Baden-Württemberg. Und zwar, es gibt hier die sogenannte Single Point of Contact Unit. Das ist eine spezielle Einheit, die sich nur darauf spezialisiert, mit großen Plattformen zusammenzuarbeiten, als Kompetenzvermittler auch in die Polizeien hineinzuwirken und Wissenstransfer zu ermöglichen. Und die machen wirklich eine tolle Arbeit. Das wurde mir von meinem Kollegen bestätigt und ich möchte dieses Lob einfach auch, weil Sie gerade hier sind, Herr Minister, weitergeben. Sie haben da gute Leute sitzen und die machen einen sehr guten Job. Also auch im Vergleich zu anderen Bundesländern, da können Sie sich auf die Schulter klopfen, da sind wir sehr glücklich mit unseren Ansprechpartnern. Was wir nichtsdestotrotz sehen ist, es gibt in Deutschland noch Verbesserungspotenzial, was diese zentralen Ansprechstrukturen angeht. Natürlich, wir haben ein föderales System, aber wir sehen, dass eben in Staaten, die diese Zusammenarbeit zwischen Plattform und Strafverfolgungsbehörden sehr zentralisiert haben, wo Wissen und Kompetenz gebündelt werden, dort ist Strafverfolgung viel effektiver, auch im Netz. Und wir sind in Gesprächen darüber mit dem Bundesinnenministerium, aber auch mit den Ländern, wie man vielleicht von anderen Ländern lernen kann. Als eindeutiges Vorbild ist hier zum Beispiel Hamburg zu nennen, die das schon sehr zentralisiert haben, wo wir auch zeigen können, anhand der Metriken, die wir haben, dass die Zusammenarbeit deutlich effizienter funktioniert. Ich glaube, das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist, wir müssen das Gesellschaftliche gucken. Und da bin ich dankbar, dass Institutionen auch wie das ISD hier sind, die sich diesem Kampf verschrieben haben. Denn Hass ist ein gesellschaftliches Phänomen und wir können Hass nur begegnen, wenn wir die demokratischen Stimmen stark machen, wenn wir aber auch authentische Informationen bereitstellen. Da sind wir beim Thema Misinformation und Desinformation. Wir haben beispielsweise als Unternehmen in der Corona-Krise so darauf reagiert, dass wir ein spezielles Informationszentrum auf der Plattform gebaut haben, wo eben Informationen über die Corona-Pandemie und über nationale Maßnahmen der Gesundheitssysteme aufbereitet wurden, bereitgestellt wurden und es war sehr prominent zu finden. Mit einem Klick war man sofort da, wenn man auf Facebook beispielsweise unterwegs war. Das wurde auch viele Millionen Male genutzt und wir glauben, dass das ein Weg ist, um in besonderen Notlagen eben Authentizität von Informationen bereitzustellen, weil nichtsdestotrotz, wir können nicht über alle Informationen, deren Wahrheitsgehalt entscheiden. Wir sind letzten Endes ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das sollte auch nicht unsere Rolle sein. Was wir deswegen machen, ist, wir arbeiten mit Faktenprüfern zusammen in Deutschland. Das ist zum Beispiel die Deutsche Presseagentur, ist ein Partner von uns, die für uns Faktenprüfungen durchführen, wo dann eben Nutzern, die einem geprüften Inhalt in Kontakt kommen, angezeigt werden, wie ist dieser Inhalt bewertet worden. Und wir haben auch Metriken, die ganz klar zeigen, dass eben Inhalte, wo steht, dieser Inhalt wird angezweifelt oder ist als falsch debunked worden, sozusagen, diese Inhalte werden weniger weitergeteilt. Was wir zum Beispiel auch als eine Notfallmaßnahme während der Corona-Pandemie ergriffen haben, ist, dass in unseren Messaging-Diensten Inhalte nur in eingeschränktem Maß weitergeteilt werden können. Das heißt, dass man im Prinzip diesen Effekt, ich bekomme eine reißerische Schlagzeile, die vielleicht ein Fake News ist, und schicke die erstmal an alle meine Kontakte. So, und dann hat man eben dieses exponentielle Wachstum von solchen Informationen. Das haben wir dadurch eingeschränkt, indem wir die Möglichkeit eingeschränkt haben, das an viele Kontakte weiterzuleiten.
Was wir machen ist, wir arbeiten natürlich auch immer daran, unsere Hausregeln zu schärfen und sind da im Diskurs natürlich mit verschiedenen Stakeholdern in der Politik und Gesellschaft, denn Hass ist natürlich auch ein Phänomen, was sich weiterentwickelt. Das haben wir gerade bei dem Vortrag gesehen. Es arbeitet sich entlang von den gesellschaftlichen Entwicklungen ab und wir müssen auch immer wieder darauf reagieren. Das heißt, natürlich, wir hängen auch immer ein bisschen hinterher, weil wir erstmal verstehen müssen, was sind die Trends und die dann in eine Policy zu überführen, in eine Regel, die dann eben auch für alle Nutzer Anwendung findet. Weil was wir nicht machen können, ist natürlich auf Einzelfallentscheidungen hinzuwirken oder eben uns sozusagen frei zu entscheiden, welche Inhalte bleiben auf der Plattform und welche nicht. Bei uns ist es regelbasiert und die Regeln gelten für alle. Vielleicht noch ein bisschen so, wie arbeiten wir allgemein mit Staaten und Behörden zusammen, auch gerade in dem Bereich extremistischer Organisationen, was zum Beispiel etwas, was oft passiert, was aber auch wenig bekannt ist, ist, wir nehmen natürlich auch Verbotsverfügungen entgegen, beispielsweise durch das Bundesinnenministerium von terroristischen oder radikalen Vereinigungen, die eben in Deutschland verboten sind und setzen das dann entsprechend um. Wir haben zudem auch für besonders schwere Lagen, jetzt beispielsweise im Bereich Terrorismus, auch Krisenteams, die 24/7 zur Verfügung stehen, um dann, wenn es hart auf hart kommt, eben auch mit den Einheiten vor Ort Kontakt aufzunehmen, zu erklären, was sind die Notfallkanäle, die wir bereitstellen, was können wir tun. Und leider, muss ich sagen, konnten wir bereits einige Male auch hier in Deutschland ja unter Beweis stellen, dass wir da sehr gut zusammenarbeiten. Insgesamt möchte ich folgendes Fazit ziehen. Ich glaube, alle Seiten können voneinander lernen und uns sollte doch eins vereinigen, und zwar, wir verteidigen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Darum geht es uns und im Rahmen dessen muss es Regeln geben für alle Seiten und wir müssen immer Freiheitsrechte abwägen gegenüber Restriktionen, gegenüber Strafverfolgung. Und diese Balance ist eine politische Diskussion, aber auch eine gesellschaftliche Diskussion. Und die müssen wir führen. Wir sind bereit, die zu führen, unseren Standpunkt zu vertreten, uns einzubringen als Unternehmen. Und in dieser Rolle sehe ich mich auch heute hier. Vielen Dank. Vielen Dank an Herrn Zell. Ich darf Sie noch mal ganz kurz bitten, vielleicht Platz zu nehmen. Wir müssen nämlich hier ein bisschen umbauen. Wir haben nicht genug Platz auf der Bühne und wollen noch zwei Sessel dazu holen. Und ich nutze jetzt, bevor wir in die Podiumsdiskussion gehen und ich Ihnen auch unsere zwei weiteren Gäste in der Runde noch vorstellen werde, nutze ich einfach noch mal schnell die Chance, um auf die Ausstellung hinzuweisen, die ja heute schon mehrmals erwähnt wurde. Die läuft noch bis 24.07. Vielleicht auch ganz interessant für diejenigen, die in unserem Stream sind. Bis dahin haben Sie Gelegenheit, hier noch mal sich die Ausstellung anzuschauen. Und für all diejenigen, die hier live vor Ort sind, Sie sind herzlich eingeladen, um 17 Uhr sich tatsächlich die Ausstellung, die hier gleich nebenan ist, noch mal mit einer Führung anzuschauen. So, das war jetzt sozusagen die Werbepause, meine Damen und Herren. Und damit gehen wir jetzt nahtlos über in unsere Podiumsdiskussion, wo wir natürlich jetzt schauen wollten, wie kann man den Herausforderungen von Hasskriminalität begegnen, durch welche Strategien und Maßnahmen. Und da möchte ich jetzt in unsere Runde zunächst noch mal zu uns bitten, Herrn Minister Strobel, der an der Podiumsdiskussion teilnehmen wird, und Frau Laubenstein, die ich Ihnen beide schon vorgestellt habe, und unsere beiden neuen Gäste und Herrn Zell natürlich auch, möchte ich auch vorstellen und dazu bitten, das sind Andreas Stenger und Dr. Michael Blume. Vielleicht versammeln wir uns jetzt erstmal hier auf der Bühne und dann stelle ich unsere neuen Gäste mit einem Applaus natürlich vor. Sie können sich hier, Herr Zell, wenn Sie da Platz nehmen, Frau Laubenstein, Herr Minister, wollen Sie an meine Seite kommen, Herr Stenger? Und dann haben wir noch Frau Laubenstein, wenn Sie da Platz nehmen wollen, Herr Blume vielleicht hier? Okay, gut, dann sind Sie gut eingerahmt, Herr Minister. Prima, dann stelle ich jetzt mal unsere neuen Gäste zunächst vor. Neben mir sitzt Andreas Stenger, Chef des Landeskriminalamts in Baden-Württemberg.
Herr Stenger ist seit seinem Eintritt bei der Polizei seit 1981 an unterschiedlichen Stationen sozusagen tätig gewesen, unter anderem im Innenministerium, beim Polizeipräsidium Mannheim und der Kriminalpolizei Heidelberg. Beim LKA in Baden-Württemberg war er bis 2018 Stabschef und stellvertretender Leiter. In Mannheim 2019 Polizeipräsident, dann sind Sie zurückgekommen nach Stuttgart 2021 als Chef des LKA. Und wie ich im Interview gelesen habe, war das motiviert durch das multidisziplinäre Arbeiten von Wissenschaft, Forensik und IT. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber... Ja, das kann ich so bestätigen. Na gut, alles klar, richtig recherchiert. Dann stelle ich Ihnen noch sehr gerne Dr. Michael Blume vor, Religions- und Politikwissenschaftler. Seit 2003 arbeitet Dr. Blume im Staatsministerium hier in Baden-Württemberg, ist seit 2018 Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus. 2019 hat er dazu seinen ersten Bericht vorgelegt. Dr. Blume publiziert und bloggt ganz fleißig, regelmäßig zu unterschiedlichen Themen in den Bereichen Religion und Politik. Seit März klärt er in einem Podcast auf zu Verschwörungsfragen über verschiedene Aspekte zu den Themen Antisemitismus und Verschwörungsmythen. Und auf Twitter laden Sie jeden Morgen zum Tesla Kaffee ein und haben da mehr als 25.000 Follower. Und darüber hinaus lernen Sie Medienethik in Karlsruhe am Institut für Technologie. Herzlich willkommen an Sie beide. Ja, ich würde jetzt zunächst gerne noch mal eine Frage mit aufnehmen. Herr Blume, Sie sind ja auch in Ihrer Rolle als Beauftragter gegen Antisemitismus wahrscheinlich auch und weil Sie sehr stark vertreten sind auf Social Media mit Hassbotschaften persönlich betroffen. Und deshalb möchte ich das jetzt gerne zum Anlass nehmen und in die Runde einmal mal fragen. Sie haben das auch eben erwähnt, Frau Laubenstein, wie reagiere ich darauf? Sie haben meine Tochter noch mal angesprochen, die sich zurückzieht. Inwiefern reagieren Sie persönlich oder eben auch in Ihrer entsprechenden Rolle darauf, wenn Sie mit Hassbotschaften konfrontiert werden? Wo ich Sie angesprochen habe, vielleicht fangen Sie an und dann machen wir hier weiter. Ja, also das ist tatsächlich so und es war ja auch Teil meines Auftrags. Der Ministerpräsident hat das mal formuliert, ich soll nicht die Katholischen noch katholischer machen, sondern dahin gehen, wo es weh tut. Deswegen bin ich auch viel im Netz, aber das geht dann auch gegen die Familie, das geht gegen die Ehefrau, gegen die Kinder. Heute Morgen hatte ich wieder im Team, ich habe dank dem Innenministerium eine Polizistin im Team, haben wir wieder darüber gesprochen. Alle von Ihnen erwähnten, Herr Homburg ist da ganz aktiv, der Herr Reitschuster hat gerade wieder ein Video gedreht, wo er mich auch persönlich angeht. Attila Hildmann hat sich sehr geärgert, als ich das Thema Siegfriedthaler angesprochen hatte. Also das sind sozusagen, die schießen sich auf einen ein. Antisemitismus, Rabbi Trepfnik hat es mitbekommen, da war dann zum Beispiel einer, der schreibt, der Blume ist ein falscher Jude, der seine Daseinsberechtigung verwirkt hat. Das ist zum Beispiel etwas, unsere Polizei hier super reagiert. Die haben den Täter oder den mutmaßlichen Täter ermittelt. Aber die Staatsanwaltschaft Dresden und Generalstaatsanwaltschaft Sachsen hat das Verfahren eingestellt mit der Begründung, ich sei nun mal Antisemitismus beauftragt und hätte eine Türkin geheiratet, sei also sozusagen selber schuld. Sie dürfen in Sachsen sagen, ich bin ein falscher Jude, der seine Daseinsberechtigung verwirkt hat. Nicht in Baden-Württemberg, aber in Sachsen dürfen Sie das sagen. Ja, wie geht man damit um? Jetzt auch ganz ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Wir haben Landtagsabgeordnete, glaube ich, da war es ein super Thema, wäre mal für eine Anhörung, sind sogenannte Slap-Attacken. Das heißt, es werden Leute stillgelegt mit Anklagen, mit Unterlassungsverfügungen und so weiter. Das führt schon dazu, dass sich viele Leute zurückziehen. Was ihre Tochter macht, ist da ganz arg weise. Ich bin da auch immer wieder von betroffen, aber natürlich als Mitarbeiter der Landesregierung kann ich mich wehren. Und das ist sozusagen das, was ich als meine Aufgabe sehe. Ich gehe offen damit um, ich erzähle davon, ich mache das öffentlich. Ganz viele, als ich bei Facebook ausgestiegen bin, vielleicht komme ich zu Meta ja mal wieder, aber auf Facebook bin ich 2019 rausgegangen, da war das ja sogar in den Nachrichten heute. Und da wurde ich in ein Fernsehstudio eingeladen und die Journalistin, bevor sie mich interviewte, erzählte mir, was sie und ihre Tochter erleben. Sie wollte aber nicht, dass das über sie geredet wird, sondern sie hat gesagt, bitte, machen Sie das, reden Sie darüber. Und das habe ich so ein bisschen als meinen Auftrag auch angenommen,
dass ich jetzt halt diese öffentliche Rolle habe, ganz oft darüber zu sprechen, was macht das mit einem, wenn man zum Beispiel, was ich früher total gern gemacht habe, ich bin zu Vorträgen hingefahren mit dem Zug, habe den Vortrag gehalten und bin am nächsten Morgen zurückgefahren. Das darf ich nicht mehr. Ich werde jetzt gebracht, halt den Vortrag, werde danach wieder abgeholt und so weiter. Ich kann mich nicht mal mehr so frei bewegen, wie das früher noch der Fall war. Ja. Was tut es mit einem? Und ich glaube, das ist ein Teil meiner Aufgabe, darüber offen zu reden. Und zum Beispiel, wenn die Synagoge in Ulm wieder zum Jahrestag des ersten Anschlags da wieder angegriffen wird, dann auch dazustehen und zu sagen, wir lassen euch nicht alleine. Und übrigens auch zu sagen, ich weiß, was es bedeutet, weil ich erlebe es ja selber. Mhm. Also Sie, das ist qua Ihres Amtes jetzt Ihre Rolle, sich dem zu stellen und natürlich damit in die Öffentlichkeit zu gehen und zu kommunizieren. Herr Stenger, wenn Sie nur einen Ansatz erlauben, was zum Beispiel allen klar sein muss, das bedeutet auch, wenn ich dieses Amt einmal nicht mehr habe, ich hoffe ja immer, dass man das Amt eines Tages nicht mehr braucht, ich würde vielleicht sogar gerne noch ein bisschen länger leben, aber das bedeutet, faktisch muss mir jetzt schon klar sein, dieser Hass hört nie wieder auf. Der kann Jahre länger dauern, wenn ich Pech habe, sogar ein ganzes Leben. Gut, dass ich das vorher nicht gewusst habe. Herr Stenger, wie gehen Sie persönlich mit Hass im Netz um? Ja, als Polizeipräsident macht man natürlich auch solche Erfahrungen. Zu meiner Zeit in Mannheim, da sind Sie dann auch, lösen Sie schnell mal einen Shitstorm aus, wenn Sie im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sich öffentlich äußern. Und in der Funktion führt das dann natürlich nicht zu vermeiden oder verdrängen, sondern dann gilt das, was für alle gilt, sind strafrechtlich relevante Inhalte tangiert, dann das Anzeigen, sich nicht entmutigen lassen, wenn so etwas mal mit einer Einstellungsverfügung endet, sondern alles anzeigen, das muss bei der Polizei transparent werden. Wir haben viel über Zahlen gesprochen, eine Zahl ist mir auch wichtig, wenn wir 2021 883 Fälle registrierter Hasskriminalität haben, ist das sicherlich nur die Spitze des Eisbergs, wenn überhaupt. Aber wir haben auch eine Aufklärungsquote von 58% in dem Bereich. Also fast 62% der Fälle werden aufgeklärt, wenn sie denn angezeigt werden. Und das ist so ein bisschen das Signal, so gehe ich damit um. Die Hetzer, die Hate Speecher, die Häme verbreiten, dann, wenn sich der Rechtsraum eröffnet, zur Konsequenz ziehen. Mhm. Das Signal muss sein, wir brauchen Kontrolldruck, wir brauchen das Gefühl, dass man nicht sanktionslos das sagen kann, auch wenn wir das feststellen, dass wir oftmals in unseren Ermittlungen, dass die völlig mit Klarpersonalien weit im strafrechtlich relevanten Bereich agieren, aber umso wichtiger, dass dann solchen Äußerungen auch die Konsequenz, dass wir dann einen Hausbesuch machen und die uns mal anschauen, was sind das für Menschen. Also auf den Punkt, das Anzeigen, das nicht hinnehmen. Privat wird man natürlich schon vorsichtiger. Man beteiligt sich an manchen Diskursfeldern nicht, weil man weiß, was man damit auslöst. Das ist ja Netz und Social Media, die haben natürlich eine unheimliche Macht durch die Wucht, mit denen sie bei den Betroffenen ankommen. Ja. Und das sind natürlich die psychischen Folgen, wenn sie so in einem Shitstorm stehen, sind natürlich immens. Und da ist es, glaube ich, menschlich eine Reaktion, dass man versucht, das zu vermeiden. Aber wir als Polizei, wir versuchen zu ermutigen, anzeigen, mitteilen und wir müssen das konsequent verfolgen. Ja, anzeigen, mitteilen, verfolgen. Herr Minister Strobel, diese Wucht bekommen Sie natürlich auch in Ihrer Rolle als Person der Öffentlichkeit mit. Wie halten Sie diese Balance im Umgang damit, Sie als Minister und Sie natürlich als auch private Personen, die diese Wucht mitbekommt? Ja, also als Privatperson, ich war ja früher auch als Kommunalpolitiker und so weiter tätig. Da habe ich das gemacht, was ich heute nicht mehr mache. Ich habe es meistens in den Papierkorb geworfen. Ja. Und im Grunde genommen bin ich selber auch so gestrickt, das zu tun. Heute informiere ich schon die Polizei über bestimmte Dinge. Strafanzeigen stelle ich indessen keine, wegen Beleidigung oder dergleichen mehr. Jetzt bin ich natürlich als Innenminister nochmal in einer besonderen Rolle, weil Innenminister in dieser Republik leider zu den gefährdenden Personen gehören. Das heißt, Post und dergleichen wird bei mir sowieso angeschaut, geröntgt etc. Und bin ja auch häufig mit Polizei dann unterwegs.
Ich möchte generell eines sagen, zwei Dinge stimmen nicht. Ja. Erstens, man kann ja da gar nichts tun, wenn man betroffen ist. Und zum Zweiten, es kümmert sich niemand darum. Erstens, man kann unkompliziert, jedenfalls in Baden-Württemberg, Anzeigen erstatten. Beispielsweise über die Internetwache, wo das wirklich, wie sagt man so schön, sehr niederschwellig, sehr barrierearm geht. Man kann in Baden-Württemberg, wenn es um Straftaten aus dem rechtsextremen oder dem antisemitischen Bereich geht, auch über das sogenannte BKMS machen. Das ist ein garantiert anonymer Weg. Das heißt, das ist nicht zurückverfolgbar, woher diese Anzeige kommt. Man kann über BKMS auch mit den Sicherheitsbehörden dann innerhalb eines anonymen Postfachs korrespondieren, sich austauschen und dergleichen mehr. Und selbstverständlich kann man auch ganz normal bei den Polizeidienststellen, bei den Staatsschutzabteilungen entsprechende Anzeigen fertigen. Und die Polizei, die Sicherheitsbehörden gehen auch jedem einzelnen Fall nach. Das wird auch mit Ernsthaftigkeit und Seriosität bearbeitet. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Also Internetwache oder BKMS für rechtsextremistische Straftaten oder für extremistische Straftaten, für Straftaten, die dem Bereich Antisemitismus zuzurechnen sind. Ja, und der Herr Dr. Blume steht in diesem Bereich natürlich immer als Ansprechpartner ganz, ganz sicher auch zur Verfügung. Das heißt, eben ist ja schon das Stichwort Jan Böhmermann gefallen, der ja eben in einem bundesweiten Experiment, oder er nannte es, glaube ich, Recherche, das Experiment gemacht hat, eben Hassbotschaften anzuzeigen und dann geguckt hat, wie die einzelnen Bundesländer reagieren darauf, die entsprechenden Behörden. Das heißt, Sie sagen, Baden-Württemberg steht eigentlich ganz gut da? Ist ja auch schon gefallen, dass Baden-Württemberg ganz gut abgeschlossen hat in dem Experiment. Das hat ja Böhmermann das selber gesagt, dass, ich glaube, Baden-Württemberg das einzige Land gewesen ist, wo das erfolgreich gearbeitet worden ist. Also der Täter ist dingfest gemacht worden. Und genauso soll das ja auch sein. Wir sind allerdings nie in der Verfassung, dass wir mit irgendetwas zufrieden sind. Ja, wir sind ständig dran am Arbeiten, uns auch in diesem Bereich zu verbessern, zu optimieren. Ja, weil ich gerade von der Internetwache, von BKMS, es gibt andere Stellen, wo man sich auch über das Netz melden kann, Respekt und dergleichen mehr. Da sind wir gerade dabei, über unsere Taskforce zu überprüfen. Ja, ist das eigentlich übersichtlich? Findet da jede und jeder das, was er braucht? Wir sind also selber ständig dabei, das besser zu machen, noch besser zu machen, als wir es heute schon tun. Und wie kann man zufrieden sein mit irgendetwas? Ja? Wenn Sie mich vor ein paar Jahren gefragt hätten, wird es in Deutschland wieder Antisemitismus geben? Hätte ich Ihnen wahrscheinlich die Antwort oder mit Sicherheit die Antwort gegeben, nein, die Zeiten sind in Deutschland vorbei. Wie schrecklich, dass ich mich getäuscht habe. Ja, das war ein Fehler. Der Antisemitismus war nie weg. Und er ist jetzt wieder sichtbar auf deutschen Straßen und er ist jeden Tag 100.000-fach sichtbar im Netz. Wie können wir sagen, dass irgendetwas in Ordnung ist? Und ich glaube, es war die Frau Direktorin, die gesagt, dieses Beispiel von dem Jungen mit der Kippa erzählt hat, solange nicht durch die Königstraße in Stuttgart Menschen mit einer Kippa gehen können, ohne dass sie Angst haben müssen, ist etwas faul im Staate Dänemark, also bei uns in Deutschland. Und dürfen wir nicht ruhen, nicht weghören, nicht wegschauen, sondern müssen ständig daran arbeiten. Das ist, deswegen gibt es Herrn Dr. Blume, wenn es besser nicht gäbe. So froh und dankbar
wie das ich Amt, bin, hoffe ich. Ja, das Amt, das Amt. Ja, so froh und dankbar, wie ich bin, dass es ihn als Person gibt und in diesem Amt gibt. Besser wäre es, wir bräuchten dieses Amt nicht. Und so sind wir ständig dran, auch am Arbeiten, uns noch besser aufzustellen für die Zukunft. Dankeschön, Frau Laubenstein. Der Minister hat es jetzt gesagt, es braucht viel, um Hass im Netz zu bekämpfen. Es gibt eine Menge Maßnahmen, es gibt verschiedene Gesetze, das NetzDG, Sie haben es eben selber erwähnt, es gibt Schwerpunkt Staatsanwaltschaften, Beratungsstrukturen etc. Was glauben Sie, werden diese Maßnahmen tatsächlich irgendwann greifen? Oder was ist für Sie der primäre Ansatz, der verfolgt werden sollte? Ich glaube, und das ist jetzt nicht, weil ich für immer arbeiten will in dem Bereich und hoffe, dass es da immer weiter Bedarf gibt, aber ich glaube, wir können machen, was wir wollen. Hass wird immer da sein. Das ist auch kein Phänomen, das wir nur im Internet haben. Worauf wir uns konzentrieren müssen bei Maßnahmen ist tatsächlich, wie kann man Betroffene unterstützen? Und ja, es gibt Beratungsstrukturen. Alle Menschen, die in Beratungsstrukturen arbeiten, werden bestätigen können, die sind immer unterfinanziert. Es gibt nie genug Geld, es gibt nie genug Wissen. Das Internet, die digitale Wirklichkeit entwickelt sich immer weiter und es gibt keine oder nicht genug Expertise oder nicht genug Zeit, um sich diese ganze Expertise drauf zu arbeiten. Eben wurde auch gesagt, und das fand ich ganz wichtig, dass man schon aufpasst, was man sagt, dass man bestimmte Themen vermeidet. Ganz viele Menschen in Deutschland haben das Privileg überhaupt nicht. Es gibt ganz viele Menschen, es gibt schwarze Menschen, die haben das Privileg, nicht zu sagen, ja, ich vermeide das Thema Rassismus. Die werden ja trotzdem, die können sagen, ja, will ich nicht machen, ist nicht mein Thema, werden trotzdem rassistisch angegangen. Es gibt Menschen, die jüdisch sind, die haben nicht das Privileg zu sagen, ja, da spreche ich nicht mehr drüber, die werden antisemitisch angegangen. Viele Frauen haben den Luxus, nicht zu sagen, nee, da setze ich mich nicht mit auseinander, weil, ja, das hält ja niemanden davon ab, mir eine Vergewaltigungsdrohung zu schicken. Also, wir müssen darüber sprechen, wie wir Betroffene besser erreichen können, wie wir den Zugang zum Recht erleichtern können. Sie hatten eben gesagt, es gibt die Online-Wache, an die man sich wenden kann. Wie kann man das noch niedrigschwelliger machen? Es ist schon niedrigschwellig oder wir denken, es ist niedrigschwellig, aber wie kann man das noch mehr machen? Wie kann es zum Beispiel auch für Kinder und Jugendliche zugänglich sein, die ganz viel Hass und Gewalt im Netz wahrnehmen? Sie hatten ja Ihre Tochter auch erwähnt. Mhm. Ich weiß nicht, wie alt Ihre Tochter ist, ich will 14. Das auch gar nicht unterstellen. Dass sie mit 14 eine Online-Anzeige ausfüllen kann oder weiß, wo sie die Informationen findet. Und muss das ein Kind überhaupt können und machen? Das ist ganz traurig, dass wir darüber sprechen müssen. Aber an wen kann man sich wenden? Wer hat da Zugang dazu? Ich finde einen ganz wichtigen Teil, was Sie eben gesagt haben, Dr. Blume, darüber zu sprechen und diese Erfahrungen sichtbar zu machen. Ich habe viel mit Medienschaffenden in der Vergangenheit gearbeitet, die gesagt haben, ja, oft habe ich das Gefühl, ich bin in der Redaktion alleine und macht die Erfahrungen ganz alleine und niemand ist da, der mir helfen kann, die mir helfen kann. Und darüber erstmal zu sprechen und dafür zu sensibilisieren, ist, finde ich, ein extrem wichtiger Weg. Also für mich ist jetzt am wichtigsten, wie kann man Betroffene unterstützen, wie kann man Betroffene erreichen, wie kann man helfen. Welche Unterstützung bekommen Betroffene bei Meta, bei Facebook? Was bieten Sie und wie leicht ist diese Unterstützung zugänglich tatsächlich? Also ich würde das auf mehreren Ebenen betrachten. Ich habe auf der Plattform natürlich erstmal selber bestimmte Maßnahmen, mit denen ich mich schützen kann. Das fängt auf ganz einfacher Ebene an, wenn ich zum Beispiel eine Seite betreibe, kann ich eben die Kommentare moderieren. Ich kann auch einen Keyword-Filter einstellen, wenn ich halt bestimmte Beleidigungen dauerhaft sehe, eben weil ich zu einer bestimmten Minoritätsgruppe gehöre, dann kann ich das einstellen, dass ich das nicht mehr sehen will. Ich kann Kommentare auch so moderieren, dass ich erstmal alle freigeben muss und dann eben sagen, okay, ich mache die positiven Kommentare oder mit denen ich mich wohlfühle. Das sind sozusagen, ich kann natürlich auch User blocken, ja, das sind alles Sachen, die wir bereitstellen, als sozusagen Abwehrmaßnahme. Dann, was ich machen kann, ich kann Inhalte melden, die werden dann geprüft nach den Gemeinschaftsstandards und wenn eben befunden wird, dass dieser Inhalt gegen die Gemeinschaftsstandards verstößt, dann wird er entfernt. Was ich auch machen kann, ich kann natürlich zur Polizei gehen. So, und dann ermittelt die Polizei, stellt eine Anfrage bei Meta und wird dann unter Umständen eben die Identität des Nutzers erfahren können und dann eben entsprechend diesen dann auch ermitteln können. Dann sind wir in dem Bereich der illegalen Inhalte. Wie gesagt, das ist immer wichtig zu differenzieren. Und vielleicht nochmal zu diesem Regelsystem. Man muss es so sehen, wir haben halt diese Community Standards und die Euro-
die orientieren sich am europäischen Wertesystem. Und unsere Community Standards sind, wenn man sich das über den Gesamtbereich, sagen wir mal, der Hassrede anguckt, relativ restriktiv, wenn wir die illegale Hassrede zum Master, zum Kriterium nehmen. Das heißt, wir sind dort deutlich strenger, weil wir zum Beispiel auch im Bereich Mobbing vorgehen, was oftmals eben zwar sehr unschön ist, aber nicht illegal in Deutschland. Und dann habe ich eben individuell, wie ich das gesagt habe, mit der Seitenmoderation ja auch nochmal ein Hausrecht bei mir. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in Medienhäuser gucken, wo ja klassischerweise Seiten sind, wo sehr viele Kommentare sind, ist es eben auch wichtig, wenn ich eine Seite betreibe oder auch als öffentliche Institution, dass ich mir bewusst bin, auf dieser Seite übe ich das Hausrecht aus. Das heißt, ich entscheide, wie die Netiquette ist und ich entscheide, was da stattfindet. Und was wir versuchen ist, wir versuchen zum Beispiel auch Kommunalpolitikerinnen zu empowern, dieses Hausrecht auch wahrzunehmen. Wir haben dazu Veranstaltungen, auch mit Psychologinnen, wo wir eben auch in die Länder dann reingehen und machen Roundtables, versuchen Betroffene zusammenzubringen, psychologische Unterstützung zu liefern, aber auch eben das Wissen zu vermitteln, wie kann man die Tools, die wir einbieten, optimal nutzen, um sich zu schützen. Und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, ist, wir brauchen Communities, und zwar positive Communities. Und das heißt, Menschen müssen aufstehen, wir müssen Zivilcourage zeigen, jeder Einzelne, weil es geht eben, es ist ein öffentlicher Kampf um die Meinungshoheit im Netz. Und wir müssen aufstehen und Gegenrede leisten. So trivial das auch immer klingt, das ist natürlich im Einzelfall, wenn ich persönlich aufstehen muss, sehr schwer. Und das verstehe ich auch. Aber trotzdem müssen wir eben schauen, dass wir Freunde, Familie zusammenhalten und uns gegenseitig schützen, wenn also einer angegriffen wird, dass wir eben zeigen, nein, du bist nicht die gesellschaftliche Mehrheit. Wir alle, wir stehen zusammen, weil wir Demokraten sind und weil wir zusammengehören und weil wir einen positiven Diskurs wollen im Netz. Und das, was du gesagt hast, das tolerieren wir nicht. Selbst wenn das legal ist, aber es gibt eben bestimmte Sachen, die tolerieren wir als Gesellschaft einfach nicht. Und das ist mir ganz wichtig. Das ist jetzt die eine Seite, was sozusagen jeder Einzelne und die Gesellschaft tun kann. Aber Sie haben eben in Ihrem Vortrag natürlich auch die Regularien angesprochen. Es gibt jetzt den Digital Services Act, der sozusagen auf europäischer Ebene das Gesetz für das Zusammenleben im Netz bilden soll in Zukunft. Aber dann gibt es eben auch für die einzelnen Länder entsprechende Gesetze, wie zum Beispiel das NetzDG hier in Deutschland, gegen das aber Meta ja geklagt hat. Warum haben Sie dagegen geklagt? Wir haben geklagt gegen die Ausweitung des NetzDGs. Da geht es insbesondere um die automatisierte Ausleitung von Inhalten und Nutzerdaten an Strafverfolgungsbehörden. Da werde ich jetzt hier vielleicht heute, werden mir auch nicht die Herzen zufliegen für diesen Standpunkt, aber wir glauben eben, und das meinte ich vorhin mit der Abwägung Freiheitsrechte gegenüber Ermittlungsbefugnissen von Polizeibehörden, Überwachungsbefugnissen. Unser Standpunkt ist, dass dieses spezielle Mittel zu invasiv ist, weil es eben uns auch eine Last auferlegt, als privatwirtschaftlichem Unternehmen eben Entscheidungen darüber zu treffen, welche Inhalte sind legal und illegal. Das heißt, wir nehmen eigentlich eine staatliche Funktion wahr, die eigentlich eher bei den Strafverfolgungsbehörden angesiedelt sein sollte. Und genau über diesen Punkt sozusagen gibt es jetzt ein anhängiges Verfahren. Und Sie haben gerade den Digital Service Act gesagt. Ich glaube, in einer kleinen Anfrage hat die Bundesregierung gesagt, dass das dass der DSA, so kürzen wir es ja ab, quasi voll harmonisierend wirkt und dass das NetzDG entsprechend dann angepasst werden muss. Das heißt, wir müssen überhaupt erstmal gucken, wie es damit weitergeht. Und natürlich auch digitales Gewaltschutzgesetz, fiel vorhin das Thema. Das ist für uns auch ein Thema, was sehr interessant ist, weil es nämlich von dieser Logik des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes etwas weggeht und mehr den Fokus auf Strafverfolgung legt, mehr den Fokus auf Abwehr liegt und nicht so sehr auf das Entfernen der Inhalte, was weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. Aber glaube ich, und das ist auch eine Erkenntnis, die meiner Meinung nach in der Gesellschaft und auch in der Politik gewachsen ist, dass mit diesem Werkzeug kommen wir nicht voran, weil wir sehen ja, der Hass geht nicht weg, obwohl das NetzDG da ist. Es hat sich vielleicht ein bisschen was verändert in die eine oder andere Richtung, aber das Phänomen bleibt unverändert da und wir brauchen neue Instrumente, um das anzugehen. Herr Stenger, Sie sind natürlich auf die Zusammenarbeit mit den Social-Media-Plattformen angewiesen. Sie wollen Daten, Auskunftsersuche stellen. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern im Daily Business? Er hat es ja auch in seinem Vortrag schon gesagt, wir lernen natürlich im täglichen Doing und wir standardisieren die Prozesse. Ich meine, wenn wir über Meta reden, dann müssen wir natürlich auch darüber reden, dass sie sich über Werbung auch mitfinanzieren und dass ihr Algorithmus so angelegt ist,
dass da, wo ich häufig bin, ich immer mehr davon angezeigt bekomme. Und das ist das, was der Herr Minister schon sagte, dieses Filterblasen-Echokammer-Prinzip. Wenn ich mir viele solche Inhalte anschaue, dann ist einfach dem Algorithmus auch geschuldet, dass ich mutmaßlich viel davon bekomme und das mit dazu beiträgt, dass das gute Rahmenbedingungen für Radikalisierungsprozesse stehen. Also trage sie da ja auch durch das System mit an Verantwortung. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das hätten wir uns als Ermittler natürlich gewünscht in der Form. Wir sind da mit dem Bundeskriminalamt, wo man eine zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet kreiert hat und wo dann der Prozess der Ausleitung an die Länder gekommen ist. Das ist schon vom Weg her, muss es so sein, wir dürfen nicht nur löschen, sondern wir müssen auch verfolgen. Also das reine Löschen ist nicht ausreichend nach meinem Dafürhalten. Wir sind keine Utopisten. Wir treten nicht an mit dem Ziel, wir schaffen es mit diesen Prozessen und diesen Konzepten, das Internet und Social Media frei von Hass, Hetze und Häme zu machen. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und damit werden wir immer konfrontiert sein. Wir müssen es nur schaffen, dass wir die krassen Hetzer und Hater, die noch nicht mal ihre Identität verschleiern, dass wir die auch zur Verantwortung ziehen. Sonst gewinnen die Lufthoheit und die Oberhand im Diskurs. Und dadurch werden sie zu Feinde der Demokratie. Also von daher, dass man jetzt an der Ausgestaltung, dass man das rechtlich prüft, dass mit dem Digital Services Act vielleicht andere Rechtsrahmen auf EU-Ebene kommt, der aber ja ähnliche Inhalte hat. Ich glaube, am Ende wird es einen Prozess geben, der so ähnlich aussieht, wie es das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch geplant hat, vom Ablauf, vom administrativen Ablauf. Ich will nochmal sagen, wir arbeiten auf vielen Feldern mit der Strafrechtsnovellierung von April 2021 zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität haben wir auch Gesetzeslücken geschlossen. Der Beleidigungstatbestand wurde angepasst und neu. Bedrohung haben wir eine andere Voraussetzung und viele Dinge mehr. Feindeslisten, alles das, was Mittel und Instrumente sind zur Einschüchterung, haben wir jetzt penalisiert. Das ist richtig, aber das kann nur Wirkung entfalten, wenn wir diese Dinge dann nicht nur löschen, sondern auch verfolgen. Wir sind mit Meta im Diskurs, wir sind mit vielen, wir haben auch beim BKA eine Taskforce für Telegram und machen dort Erfahrungen und kommen strategisch und operativ weiter. Eine Zeit lang war das ja, man wusste ja nicht mal, sitzen die in Russland oder in Kuwait und wo schicken wir die Dinge hin. Das ist natürlich ein Prozess, wo sich sehr viel bewegt und das ist auch ganz, ganz wichtig. Es wird nur gemeinsam gehen. Und wir sind nochmal, wir hängen nicht der Utopie an, dass wir das schaffen. Die Gesellschaft ist so, wie sie sich da darstellt. Und wir nehmen auch eine gewisse Ubiquität an Verrohung und an Hass und Hetze wahr. Aber dem müssen wir entgegensetzen. Und was Sie gesagt haben, finde ich natürlich auch wichtig, dass wir die Betroffenen nicht alleine. Deshalb bin ich in der guten Situation als Verantwortlicher für die Taskforce, die mit dem Kabinettsausschuss gebildet wurde in Baden-Württemberg, dass wir uns auch um diese Felder kümmern, sowohl um Dunkelfeldforschung, was ja ein Forschungsdesiderat ist, da gibt es ja relativ wenig, aber auch, was bieten wir Betroffenen, was geben wir denen an die Hand? Und die Taskforce, da sind ja viele staatliche Stellen und Institutionen dabei, das geht ja weit, weit über den polizeilichen, repressiven Bereich hinaus. Und wir sind auch froh, dass wir mit Zivilgesellschaft, mit nichtstaatlichen Stellen, wir sind in Kooperation, nicht nur mit dem Weißen Ring, sondern auch mit HateAid. Und die sind ja relativ renommiert und haben da viel Erfahrung. Die haben insbesondere das Künast-Verfahren bewerkstelligt. Und das sind natürlich Partner, die mit dazu beitragen, dass wir uns in unseren Abläufen, was diese verschiedenen Facetten, die so wichtig sind, wenn man es ganzheitlich betrachtet, weiter professionalisieren. Und ich glaube, mit dem Kabinettsausschuss, wo wir es schaffen, das zu bündeln, was es in den unterschiedlichen Ressorts in Baden-Württemberg schon gibt, da haben wir ein ganz wichtiges Instrument. Ich habe, die Leiterin sitzt ja hier von der Taskforce, ich habe am Anfang gesagt, die vielen Player, die da mitwirken, schauen wir mal, was es schon gibt. Und da kamen über 80 Aktionen, Konzepte, Initiativen von Meldestelle Respekt und viele andere Dinge. Und jetzt gilt es, das zu strukturieren, das sichtbarer zu machen, das so zu machen, dass der Betroffene sich leichter durchnavigieren kann, dass wir Meldestellen und Kontaktadressen zu so einem Single Point of Contact verschmelzen und an Schwachstellen zu arbeiten. Und da haben wir eine einmalige Chance für einen ressortübergreifenden Aktionsplan. Und wir sind willensbereit
und energisch dazu imstande, das konsequent umzusetzen. Das kann ich schon zusagen. Gerne. Sie haben eben noch mal das Thema natürlich Strafverfolgung und Ermittlungen angesprochen, Herr Minister Strobel. Damit sind wir natürlich auch beim Thema Vorratsdatenspeicherung, was sozusagen ein Dauerbrenner ist, sowohl auf EU-Ebene als auch in Deutschland, weil die für die Ermittlungen natürlich auch die IP-Adressen eine maßgebliche Rolle spielen. Wie stehen Sie zu dieser Thematik? Ich will vielleicht noch eine grundsätzliche Bemerkung vorneweg machen, weil auch der Herr Zell das angesprochen hat und gesagt hat, ja, die Freiheit, nicht, im Netz oder bei Facebook oder bei Meta. Naja, Freiheit braucht Regeln. Ja, wir haben ja auch nicht außerhalb des Netzes eine schrankenlose Freiheit, sondern, wenn man es mal vereinfacht sagt, endet die Freiheit des Einzelnen halt da, wo er die Freiheit eines anderen belästigt. Und ich gehöre zu denen, die sagen, diese Regeln, die gelten auch im Netz. Und es ist ein Irrtum zu glauben, dass es dort andere Regeln gibt. Diejenigen, wo das möchten oder insinuieren, müssen vorsichtig sein, weil Freiheit, die keine Regeln hat, wird keinen Bestand haben. Sie wird sich am Ende des Tages selbst zerstören. Und deswegen, glaube ich, müssen wir die Regeln im Netz nur haben, nicht nur haben, sondern wir müssen sie auch durchsetzen. Deswegen ist das Netzwerkdurchsetzungsgesetz richtig. Und ich finde es auch richtig, die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Auch sie müssen ihren Beitrag dazu leisten, dass das mit der Freiheit dauerhaft funktioniert. So wie wir das ja auch außerhalb des Netzes von Unternehmen und im Grunde genommen von allen Beteiligten verlangen. Und das gilt im Übrigen auch auf der europäischen Ebene. Ich finde es ausdrücklich gut und richtig, dass wir ein europäisches Netzwerkdurchsetzungsgesetz bekommen. Es darf allerdings nicht hinter die Standards zurückgehen, die wir in Deutschland haben. Ja, und jetzt haben Sie das Stichwort angesprochen, Vorratsdatenspeicherung. Es gibt schwere und schwerste Straftaten im Netz. Die widerwärtigste von allen ist das Feld der Kinderpornografie, wo wir jedes Jahr, insbesondere durch befreundete amerikanische Organisationen, auch Organisationen außerhalb des staatlichen Bereichs beziehungsweise halbstaatliche Organisationen sehr viele Hinweise bekommen. Und tausende von diesen Hinweisen können wir nicht verfolgen, weil wir nicht an die IP-Adressen kommen. Und das, finde ich, ist ein außerordentlich unbefriedigender Zustand, um nicht zu sagen, ja, so etwas Schreckliches wie Kinderpornografie nicht verfolgen zu können, ist ein extrem unbefriedigender Zustand. Und deswegen glaube ich, will noch mal hinzufügen, für diejenigen, die sich nicht jeden Tag mit den Dingen beschäftigen, es geht gar nicht um Zugriff auf irgendwelche Inhalte, sondern es geht im Grunde genommen darum, dass Telekommunikationsunternehmen verpflichtet werden, Verbindungsdaten für einen bestimmten überschaubaren Zeitraum zu speichern, so wie sie das für Abrechnungszwecke oder dergleichen ja auch machen können, damit im Einzelfall auf solche Verbindungsdaten Zugriff genommen werden kann, um an IP-Adressen zu gelangen. Das soll und kann nur geschehen bei schweren und schwersten Straftaten, beispielsweise auch bei Kinderpornografie, und soll und darf nur geschehen, nachdem ein unabhängiger Staatsanwalt das beantragt hat und ein unabhängiger Richter es in einem Einzelfall genehmigt hat. Ich persönlich habe wenig Verständnis dafür, dass wir seit vielen Jahren bei diesem Thema nicht vorankommen, dass wir wegschauen bei einem Thema wie Kinderpornografie. Und die europäische Rechtsprechung hat jetzt wieder im April
ein Fenster aufgemacht. Sie hat unter bestimmten Voraussetzungen die Vorratsdatenspeicherung zugelassen. Und es ist meine Meinung, dass wir schauen sollten, was innerhalb dessen, was innerhalb der europäischen Rechtsprechung möglich ist, dass wir diese kleinen Fenster jedenfalls nutzen, um gegen so etwas Schreckliches und Widerwärtiges wie Kinderpornografie effizienter vorgehen zu können. Mhm. Ich würde jetzt gerne nochmal das Thema wechseln und nochmal zu Dr. Blume zurückkommen zum Thema Antisemitismus. Wir haben schon Daten von Frau Laubenstein im Vortrag gehört. Das waren Daten auf ganz Deutschland bezogen über den Anstieg von Antisemitismus in Deutschland. In den vergangenen 2 Jahren war es, glaube ich, oder ich weiß jetzt nicht genau. Welche Daten gibt es aus Baden-Württemberg? Wie hat sich das auch eben gerade in den vergangenen 2 Jahren verändert? Nicht nur in der Quantität, sondern vielleicht auch in der Qualität, was Sie beobachtet haben. Ja, also wir haben diesen Anstieg auch. Wir haben sogar, der Herr Innenminister wird es bestätigen, teilweise die Tendenz gehabt, dass die allgemeine Kriminalität gesunken ist und die Hasskriminalität zugenommen hat. Und in der spielt Antisemitismus wiederum auch in Baden-Württemberg eine Rolle. Was wir auch sagen können, ist, dass es nicht stimmt, dass das jetzt irgendwie alles nur arme oder zugewanderte Menschen wären oder so diese Verdrängungsmechanismen. Wir hatten ja sogar im Landtag von Baden-Württemberg teilweise Abgeordnete, die sich auch im Parlament unsäglich antisemitisch geäußert haben. Erlauben Sie mir nur eine Beobachtung, die für mich war sehr bedeutend. Im Leben 2015/16 habe ich das Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg geleitet, wo wir Frauen und Kinder aus dem Irak evakuiert haben. Und ich habe dort ein Land erlebt, das wird jetzt übrigens auch bei der nächsten Ausstellung eine Rolle spielen, wo es um Liebe geht, weil da ja auch Nadja Murad und andere, weil auch gute Dinge passiert sind. Was ich aber dort erlebt habe, war ein Land, das zerstört wird. Einmal durch die Klimakrise, südlich der Shingalberge wächst nichts mehr. Das, was Sie geschildert haben, dass die Klimakrise das nächste große Thema wird, kann ich bestätigen. Wenn Leute ihre Lebensgrundlage verlieren, suchen sie Schuldige. Und das Zweite ist das Mediensystem. Also das, was wir hier diskutieren, wäre dort absoluter Luxus gewesen. Es gab gar keine Zeitungen mehr, es kaum noch unabhängige Medien, es gab gar keine, sondern alles lief über die digitalen Medien. Der sogenannte Islamische Staat wird in der Fachliteratur als digitales Kalifat bezeichnet, das seine ganze Anwerbestrategie, seine Propaganda, alles über das Internet gemacht hat. Antisemitismus im Irak gang und gäbe. Da ist es ganz klar, dass selbst von Verbündeten wurde angesprochen. Der Islamische Staat, das sei doch der Mossad, der israelische Geheimdienst. Und der al-Baghdadi, der Kalif dieser Gruppe, das sei Shimon Elliott, ein jüdischer CIA-Agent. Also wenn Sie Lust und vorher nichts gegessen haben, googeln Sie mal Shimon Elliott. Was Ihnen da sozusagen an Antisemitismus, Verschwörungsmythen entgegenspringt. Das heißt, und das ist natürlich ein Thema, mit dem ich als Antisemitismusbeauftragter auch in Baden-Württemberg zu tun habe. Da ist sozusagen der einheimische Antisemitismus, aber auch, und Sie haben es erwähnt, es gibt kaum Leute, die es im Arabischen kontrollieren, kaum Leute, die das in anderen Sprachen kontrollieren. Und das schwappt direkt in unsere Schulen, das schwappt direkt auf die Smartphones hier. Wir hatten junge Menschen, auch aus Baden-Württemberg, die zum Islamischen Staat gegangen sind. Dieser Antisemitismus ist so international, jetzt der letzte Angriff auf die Synagoge Ulm. Was ist eigentlich mit unseren Nazis los? Die demonstrieren da jetzt in Englisch. White Genocide und schwarze Sonne, ja, ein NS-Symbol und White Genocide. Sogar die haben sich schon auf die Internetkultur eingestellt. Das hätten die Rechtsextremen vor 20 Jahren, die hätten noch nicht mal Englisch verstanden. Und jetzt sozusagen nutzen die Hashtags, mit denen sie dann arbeiten können im Internet. Und das ist der Trend, der mir Sorgen macht. Ich kann das, was Sie gesagt haben, voll bestätigen. Da entstehen Allianzen, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, die sich auf nichts anderes einigen können als auf ein Feindbild. Und Herr Minister, einfach um auch mal was Positives zu sagen, wir hatten in Baden-Württemberg die erste Sicherheitskonferenz, und ich erzähle es immer wieder, können Ihnen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestätigen, 3 Wochen vor dem Anschlag von Halle, weil hier in Stuttgart in der Synagoge, weil ich Ihnen damals gesagt habe, ich kann Ihnen nicht sagen wann und ich kann Ihnen nicht sagen wo, aber es wird Anschläge geben. Und leider muss ich Ihnen sagen, das wird auch weiterhin passieren. Ich rechne in den nächsten Jahren mit weiteren Gewalttaten, auch in Baden-Württemberg. Und das sagen zu müssen und die Entwicklung zu sehen und den Anstieg der Zahlen zu sehen, das ist schon etwas, da ist
auch wenn man dann selber diesen Hass mit abbekommt, ja, das geht einem nahe. Absolut, aber wo würden Sie jetzt, klar, wir müssen nach außen gehen, das haben Sie eingangs gesagt, wir müssen kommunizieren, wir müssen das zum Thema machen, wie heute hier, absolut wichtig, aber konfrontiert mit so einer Wucht, mit so einer massiven Anhäufung von Gewalt, wo sehen Sie denn den ersten Ansatzpunkt, dagegen zu wirken, fernab der Kommunikation, sage ich jetzt mal? Also ich glaube tatsächlich, dass das, was wir gerade machen, wichtig ist. Wir müssen es öffentlich machen. Das versuchen Trolle und immer, sie versuchen die Leute zu vereinzeln. Sie versuchen den Leuten Angst zu machen. Ich hatte ganz am Anfang meiner Tätigkeit eine Journalistin, die mich mal einen Tag begleitet hat. Was macht ein Antisemitismusbeauftragter? Und wir waren an verschiedenen Stationen und bei einer Meldestelle, Beratungsstelle, brach die Kollegin, ich sage jetzt Kollegin, die Journalistin, so ein Stück weit zusammen, weil sie dann mal erzählt hat, was sie erlebt. Und ich kann das nur bestätigen, es sind vor allem Freiberuflerinnen und es sind Ehrenamtliche, die eben keinen Schutz haben. Wenn ich bedroht werde, ich weiß, ich habe ein Team, da ist eine Polizistin dabei. Wenn es ganz schlimm läuft, kann ich sogar den Innenminister anrufen. Welche Journalistin, die einen Teilzeitvertrag hat oder die keine feste Stelle hat, hat diese Möglichkeit. Klar. Und was bedeutet das dann für sie? Sie wird über manche Themen nicht mehr berichten. Sie wird bei manchen Themen Angst haben, sich mit Leuten anzulegen, die sie verklagen. Also diese Slap-Angriffe sind ein Riesenthema, weil sie zu Silencing führen. Leute sagen, oh, wenn ich mich mit dem Homburg anlege, dann schreibt mir der Steinhöfel zum Beispiel. Ja? Dann kommen sofort solche Szeneanwälte oder Heinz und so weiter mit Quatschjura um die Ecke und versuchen die Leute quasi kaputt zu machen. Und darüber müssen wir reden. Dann können Demokratien wehrhaft werden. Und das ist quasi, worauf ich setze. Wir werden auch den Hass in anderen Ländern nicht komplett abstellen können. Aber wenn wir unseren Kindern in den Schulen beibringen, dass es eben nicht okay ist, Kollega zu feiern und davon zu träumen, Jerusalem niederzubrennen, dann ist das ja auch was. Also quasi wir eine wehrhafte Demokratie und dann noch Bildung und Prävention, das wäre doch was. Herr Zell, inwiefern... würden Sie sagen, ist Meta verantwortlich oder muss Verantwortung dafür übernehmen, wenn das, was hier gerade geschildert wurde, sozusagen, was sich im Netz hochschaukelt, hochemotionalisiert, diskutiert wird, verbreitet wird, wenn das auf die Straße schwappt, wie wir es ja auch erlebt haben jetzt in den vergangenen 2 Jahren in Amerika, in Deutschland. Inwiefern, würden Sie sagen, muss Ihr Unternehmen dafür Verantwortung übernehmen? Ich glaube, wenn jemand den Hass vom Netz auf die Straße trägt, ist es immer noch eine individuelle Entscheidung der Person. Nichtsdestotrotz, wo wir Verantwortung übernehmen müssen, ist, dass die Regeln, die wir uns gegeben haben und die uns gesetzlich auferlegt sind, auch entsprechend umgesetzt werden. Das kommen wir zu dem Verantwortungspunkt zurück, Herr Minister. Ich glaube, wir sind da gar nicht auseinander. Nur weil wir jetzt vor Gericht über eine Detailfrage eines Gesetzes streiten, ist es grundsätzlich so, dass wir natürlich für Regeln und Verpflichtungen sind, weil die geben uns ja auch Rechtssicherheit. Für uns als Unternehmen ist es so, wir sitzen immer zwischen den Stühlen. Wir können es eigentlich keinem recht machen und das ist eine sehr unbequeme Position. Klare Regeln und Verpflichtungen bringen uns die Sicherheit und dass wir dann auch eine Richtschnur haben, an der wir uns in unseren Handlungen orientieren können. Und ein konkretes Beispiel ist ja zum Beispiel die Verordnung, E-Evidence-Verordnung. Die Verordnung über elektronische Beweismittel, der ein oder andere hier von der Polizei wird es kennen, die seit Jahren auch politisch verzögert wird, wo wir ganz klar sagen, das ist eine sinnvolle Regulierung, die wir brauchen, damit die Zusammenarbeit zwischen Polizeien und Plattformen besser funktionieren kann. Weil wir schleppen uns immer noch mit dem System der internationalen Rechtshilfe rum, was entwickelt wurde von einer Zeit, als das Internet noch gar nicht gab. Wir haben einfach nicht die richtigen regulativen Instrumente und die müssen dringend geupdatet werden. Und im Rahmen der regulativen Instrumente, wenn wir sie denn alle haben, da sind wir absolut in der Pflicht, diese einzuhalten. Und da ist unsere konkrete Verpflichtung. Ich glaube, worüber wir keine Verpflichtung oder keine Verantwortung übernehmen können, ist, dass Hass einfach weiter bestehen wird in der Gesellschaft. Wir können dazu beitragen, die Regeln durchzusetzen, auch immer bei dem Thema Algorithmen drauf zu gucken, funktioniert das alles so, wie wir uns das vorgestellt haben, auch über unsere Dienste hinweg, das ist ja auch deutlich unterschiedlich. Bei Facebook beispielsweise kommen sie überdurchschnittlich häufig, das lässt sich auch statistisch zeigen, mit Sichtweisen in Kontakt, die aus einem anderen politischen Spektrum sind. Ob das nicht dazu führt, dass sie sich weiter radikalisieren, sei mal dahingestellt. Wenn sie nämlich dann als
latenter Klimawandelleugner dann plötzlich mit Fakten für den Klimawandel konfrontiert werden, dann müssen sie entweder ihre Meinung ändern oder sie radikalisieren sich entweder und sagen, es ist alles Quatsch, der Staat muss abgeschafft werden. Ja, also das ist auch eine Dimension, die wir berücksichtigen müssen. Das ist nicht so einfach mit den Filterblasen. Und wir haben eigentlich so ein bisschen so ein Clash von verschiedenen Identitäten natürlich, weil wir eine globale Plattform sind mit über 3 Milliarden Nutzern. Das heißt, da kommt der progressive, offen schwullebende aus Berlin halt auch im Kontakt mit dem, vielleicht weiß ich nicht, vom Ländle, der eben erzkatholisch ist. Und da gibt es natürlich die Streitthemen, die gesellschaftlichen Streitthemen, wenn es um Abtreibung geht, wenn es um gleichgeschlechtliche Ehen geht und all das. Und natürlich werden die auch intensiv ausgetragen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Gesellschaft vielleicht noch nicht so kannte in der Vergangenheit. Sie werden auch über Milieus hinweg ausgetragen. Ich komme noch vom niedersächsischen Dorf, als ich groß geworden bin, in den 90ern. Da kann man sagen, das war eine relativ homogene Gruppe, die da gewohnt hat in dem Dorf. Da gab es eben auch sehr homogene Ansichten. Und heute durch das Internet, wir kommen mit vielfältigen Impulsen in Kontakt. Und ich glaube, wir haben als Gesellschaft, und da kommen wir wieder zum Bildungsaspekt, wir haben noch nicht richtig gelernt, damit umzugehen. Auch auszuhalten, dass es gegensätzliche Positionen gibt, die vielleicht nicht vereinbar sind. Darüber einen politischen Diskurs zu führen und abschließend auch damit zufrieden zu sein, wenn dieser politische Diskurs durch Wahlen, durch politische Entscheidungen in eine bestimmte Richtung ausgegangen wird. Dadurch nicht die Legitimation des gesamtdemokratischen Systems in Frage zu stellen. Das haben wir vielleicht noch nicht gelernt und da muss Bildung rein und jungen Menschen das beibringen. Deswegen ist Demokratieerziehung so wichtig. Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, und das kann man auch daran sehen, wer verbreitet hauptsächlich Hate Speech und wer verbreitet auch hauptsächlich Fake News, sind die älteren Generationen, die noch in einem System groß geworden sind, wo wir 2, 3 Leitmedien hatten, die im Prinzip wahrheitspräsentierend waren und die diese Aufnahmelogik jetzt in das digitale Zeitalter übernehmen und dann plötzlich mit dem Telegram-Channel konfrontiert sind, weil ihnen ihr Enkel Telegram installiert hat auf dem Smartphone und da jetzt nun glauben, dass sie da Wahrheit beziehen können. Und da mache ich mir ein bisschen, da habe ich auch noch nicht so richtig die Nuss geknackt, wie kommen wir an diese Menschen eigentlich ran, die nicht mehr im Zugriff der Bildungsinstitutionen sind. Da müssen wir vielleicht sprechen, da müssen wir mit Kirchen sprechen, da müssen wir mit Gewerkschaften sprechen und uns überlegen, wie kommen wir an diese Menschen ran, die aber oftmals auch gar nicht mehr in diesen gesellschaftlichen Institutionen verankert sind. Da mache ich mir große Sorgen und da weiß ich ehrlich gesagt auf unserer Seite auch noch nicht so richtig, wie wir das angehen sollen. Wie gesagt, wir haben sowas wie Klimainformationszentrum mittlerweile, wir hatten das zur Corona-Pandemie, wir machen Fact-Checking, wir setzen unsere Regeln durch, die hoffentlich vielleicht auch so einen gewissen erziehenden Charakter haben, aber wie wir das knacken, weiß ich nicht. Herr Stenger, Sie wollten was ergänzen. Ja, das Thema Bildung ist natürlich zentral wichtig, das Sie jetzt angesprochen haben. Deswegen bin ich ja froh, dass in der Taskforce, die bei uns angesiedelt ist, wir mit dem Institut für Bildungsanalysen oder dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung da ganz entscheidende Player bei uns drin haben, um da einen Akzent zumindest für die Gruppe der Schülerinnen und Schüler zu setzen. Diejenigen, die wir dort nicht mehr erreichen, müssen wir auf andere Kanäle erreichen. Nein, aber was mir wichtig ist, in Baden-Württemberg setzen wir bei der Bekämpfung der politisch motivierten Kriminalität. Wir hatten im letzten Jahr knapp 5000 Straftaten und 222 Gewaltdelikte über alle Phänomene zu verzeichnen. Und das ist natürlich unser Anspruch und da setzen wir einen großen Schwerpunkt, das sehr niederschwellig und konsequent zu bekämpfen. Wir sind die Staatsschutzabteilung, bei mir im Landeskriminalamt sind fast 200 Mitarbeitende. Wir setzen auch hier, was so Gefährdungsmanagement geht, auf Multidisziplinarität. Ich bin sehr froh, dass das Connex bei mir angesiedelt ist. Da haben wir wissenschaftliche Fachexpertise, die wir nutzen, um uns in der operativen Wahrnehmung unserer Aufgaben weiter zu professionalisieren. Selbstverständlich arbeiten bei uns Islamwissenschaftler, die uns sehr viel in vielen Bereichen weiterhelfen. Also dieser Verbund von operativer polizeilicher Praxis mit wissenschaftlicher Fachexpertise, um dann evidenzbasiert zielgerichtete Maßnahmen, das ist ganz wichtig. Und alles, was wir tun, und das tun wir schon viele Jahre, ist dem geschuldet, dass wir einen Anschlag wie auch immer verhindern müssen. Und wir wissen, wir leben in einem abstrakten Gefährdungsraum und jederzeit kann es sich durch Einzeltäter oder Gruppen kann es sich konkretisieren. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir arbeiten. Mit unseren 13 regionalen Polizeipräsidien, mit den dortigen Staatsschützen, haben wir da einen starken Verbund und arbeiten sehr eng zusammen. Und das Landesamt für Verfassungsschutz, mit dem sind wir insbesondere, wenn wir wieder bei den Plattformen sind, wo es für uns natürlich das Problem ist, aus der dort vielfältigen Kommunikation, abstrusen Kommunikation,
die herauszufiltern, wo wir einen Gefahrenüberhang haben. Wenn Sie einen Telegram-Chat mitschneiden, mithören, dann müssen Sie bewerten, sind es irgendwelche, ich sag's mal, Maulhelden, die sich umstürzlerisch agitieren, oder sind es Menschen, die so radikal sind, dass sie das auch auf die Straße bringen? Und wenn sie sich dann physisch treffen und wir das observieren und stellen fest, das sind ein paar Normalos, aber das sind auch jede Menge sattsam bekannte Rechtsradikale, dann ist natürlich Alarm und dann müssen wir entscheiden, wann greifen wir zu, wann ziehen wir die aus dem Verkehr. Und das ist ein schwerer Job, deshalb Auge auf bei der Berufswahl. Aber dem gilt es. Und da setzen wir einen ganz starken strategischen und operativen Schwerpunkt. Darf ich ganz kurz einhaken? Ja, bitte. Also super, dass hier eine Polizeischule Klasse sitzt. Voll cool, Augen auf bei der Berufswahl. Ich hoffe, ihr seid noch motiviert nach dem Panel. Ganz kurz zu mit, wo erreichen wir die Menschen, die quasi nicht mehr im Schule, Uni, Ausbildung, sonst irgendwas zu erreichen sind. Es gibt verschiedene Studien und Umfragen, die zeigen, dass das Vertrauen in Politik, in Medien nimmt ab. Das ist super besorgniserregend. Ganz viele Menschen vertrauen ihrem Arbeitgeber und vertrauen ihrem Chef. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Und beim ISD, Institute for Strategic Dialogue, machen wir genau das. Wir haben den Business Council for Democracy ins Leben gerufen, wo wir eben Arbeitgebende in die Verantwortung nehmen und sagen, hey, wir haben hier ein Schulungsprogramm, wir klären auf über digitale Gefahren. Wollt ihr das nicht euren Arbeitnehmenden in der Arbeitszeit zur Verfügung stellen? Und das klingt jetzt so super viel. Das sind 8 Stunden über 8 Wochen. Das ist ein Arbeitstag, der da drauf geht. Und bisher ist das Feedback großartig. Wir sind über verschiedene Branchen mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt kommen. Das ist unglaublich und wir bewegen uns die ganze Zeit, wenn wir über das Thema sprechen, in der Blase. Und durch so ein Schulungsprogramm kommt man mal raus aus dieser Bubble von Menschen, die sich sowieso schon auskennen. Und einen weiteren Punkt, den ich machen wollte, ist so, wir sprechen drüber, wer Verantwortung übernehmen muss. Und ich habe das Gefühl, wir schieben uns so die Karte zu, wie du das am Anfang gesagt hast. Wir dürfen uns nicht die ganze Zeit den in Anführungszeichen schwarzen Peter zuschieben, weil wir sprechen, was muss die Strafverfolgung machen und was muss die Politik machen, was müssen die Unternehmen machen. Ich würde gerne mal ganz pathetisch drüber sprechen, was wir alle als Gesellschaft und BürgerInnen machen müssen. Also ich finde es super faul, sich darauf auszuruhen, dass ja, die Politik wird es schon reparieren und dann, wenn es die Politik nicht macht, dann macht es halt Meta und sonst was. Ich sage, ja, Leute, macht mal die Augen auf und macht vielleicht selber auch mal was. Also wir sind ja nicht komplett unbeteiligt im Netz. Wir sind alle, wir können daran auch alle teilnehmen und wir können auch alle sagen, wenn was nicht in Ordnung ist. Klar, wenn was strafrechtlich relevant ist, dann muss die Strafverfolgungsbehörden was machen, klar, aber ganz viel, was im Netz passiert, ist nicht strafrechtlich relevant und wir sehen das und wir wissen, das ist nicht in Ordnung. Warum sagen wir es dann nicht einfach? Und sagen aber einfach. Da nee. Würde ich gerne kurz einhaken. Sie haben ja das No Hate Speech Movement eben auch begleitet. Wie lassen sich denn Menschen dazu motivieren, was zu machen? Dass die schweigende Masse sozusagen, wie Sie es gerade beschrieben haben, in Aktion tritt. Welche Unterstützung braucht es dazu? Ganz konkret. Ich glaube, Menschen müssen einfach mal wissen, dass sie das machen dürfen. Nur weil was erlaubt ist, heißt es nicht, dass ich sagen muss, ja okay, dann lege ich jetzt die Hände in den Schoß und mache halt gar nichts, weil der darf das ja sagen. Nee, ich darf doch auch sagen, wenn ich mit was nicht einverstanden bin. Ich glaube, es braucht da ganz viel Ermutigung, dass man halt auch mal den Mund aufmachen darf und nicht alles einfach hinnehmen muss. Da dürfte ich an der Stelle ein Positivbeispiel erwähnen, weil das jetzt gerade, ich habe gerade wieder eine Anzeige oder Unterlassungserklärung von so einem Anwalt. Warum? Audi hat gesagt, sie wollen auf einem Rechtsaußenblock, Achse des Guten, Zentralrat ohne Juden und was die alles schreiben, keine Werbung mehr schalten. Super. Ein Autokonzern, der sagt, wir schalten dort keine Werbung mehr. Was ist passiert? Dieser Blog hat gebracht mehrere Riesenartikel, wo der Name der Mitarbeiterin, die das mitgeteilt hat, komplett auch mit privaten Angaben gedoxt wurde, also bekannt gemacht wurde. Die Mitarbeiterin kriegt jetzt Hass. Ich habe daraufhin gesagt, Mensch, das ist doch richtig, was Audi gemacht hat. Daraufhin kommt eine Anzeige. Also Sie sehen, oder Unterlassungserklärung. Sie sehen also auf der einen Seite, das ist genau das. Es muss okay sein zu sagen, stopp. Das geht jetzt nicht mehr. Es geht nicht, wenn ihr mit der Entscheidung von einem Unternehmen nicht einverstanden seid, dann greift nicht die Mitarbeiter an. Aber wenn ich jetzt den Leuten sagen würde, Herr Blume, seid doch mal alle mutig und so weiter, würden sie ja, sie ziehen ja selber sogar eine Anzeige auf sich. Wir müssen dann den Leuten auch den Rücken stärken, die den Mut haben, sich dann auch zu äußern. Die Mitarbeiterin von Audi verdient jetzt alle Solidarität von ihrem Arbeitgeber und auch alle Leute, die sich da äußern, weil sonst ist tatsächlich, was Sie gesagt haben, sonst gewinnen die Falschen die Oberhoheit. Ja.
Uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich befürchte, wir sind schon drüber, aber ich würde gerne, Herr Minister Strobel, Sie zum Abschluss jetzt noch fragen. Wir haben jetzt so viel gehört aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven. Der Konsens ist, wir müssen ran, wir müssen gemeinsam handeln, auf jeden Fall. Es darf sich nicht der schwarze Peter zugeschoben werden. Was nehmen Sie jetzt mit aus dieser Runde heute hier? Ich fand es sehr schön, was die Frau Laubenstein gerade noch mal gesagt hat. Wir diskutieren ja im Grunde genommen über die Spitze eines Eisbergs. Ja, und auch unsere polizeiliche Kriminalstatistik ist eine Minispitze eines Eisbergs. Und das Ziel muss ja sein, dass wir den Eisberg abschmelzen. Und das kann bei aller Anstrengung die Polizei nicht machen, die Justiz nicht machen, die Politik nicht machen. Das können wir nur alle gemeinsam machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Thematik. Natürlich haben staatliche Institutionen, haben Unternehmen, wie ich finde, ihre Verpflichtungen, jeder an seinem Platz. Aber jeder Einzelne von uns hat es auch. Und deswegen brauchen wir nicht nur eine Korrektur der polizeilichen Kriminalstatistik, damit dort nicht weiterhin Hasskriminalität, antisemitische Straftaten entgegen einem erfreulichen anderen Trend ansteigen, sondern wir brauchen im Grunde genommen eine gesamtgesellschaftliche Kurskorrektur. Und das sind alle, da ist jede und jeder gefordert. Insofern herzlichen Dank, dass Sie dabei sind. Ja, herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Dr. Blume, Herr Stenger, Herr Zell, Frau Laubenstein, Herr Minister Strobel. Wir verabschieden jetzt offiziell unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Livestream. Schön, dass Sie dabei waren. Für alle anderen gibt es jetzt noch ein paar weitere Hinweise. Nochmal an Sie erstmal die Einladung zur Führung, an der Führung teilzunehmen, hier direkt nebenan zur Sonderausstellung Hass. Um 16.45 Uhr ist der Treffpunkt direkt vor den Ausstellungsräumen. Das schon mal als Hinweis. Des Weiteren möchten wir Sie ganz herzlich einladen jetzt zu einem Meet and Greet, wie es so schön heißt, und zum Austausch zu Kaffee und Kuchen im Restaurant Tempus. Das ist oben direkt am Eingang links. Wir würden uns freuen, wenn Sie da noch hinkommen und sich austauschen. Und da gibt es auch rechts davon noch eine Sonderausstellung, die im Foyer aufgebaut ist zum Thema typisch Zigeuner, Mythos und Wirklichkeit. Auch die können Sie sich gerne noch anschauen. Ja, ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken. Bitte laufen Sie nicht weg. Wir möchten noch ein Foto machen und wünsche allen anderen noch einen schönen Tag. Toll, dass Sie da waren.